meine Freunde, jetzt sind wir wieder Piraten. Jetzt geht's wieder richtig zur Sache. Jetzt trauen wir uns wieder auf die See. Jetzt da ist richtig was los, ey. Also, jetzt, wie wir jetzt gesehen haben, ich bin schon ein Mittelspieler, weil vor allem von Xbox und PlayStation, aber am PC-Spieler war auch mit drin. Also, spielen schon ein paar Spieler und ich schaue morgen auf jeden Fall, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich spiele mit Normalspielern, das ist eine große Plattform, das Spiel kann man nur schön spielen und Spaß macht es auch. Also ich würde morgen schauen, dass das funktioniert, echt. Ja, okay, ja, nee. Das ist schon cool, das macht doch Bock. Ich mache gucken. Die Girl hab ich gesehen heute nicht. Du. Das war die Girl hab ich gesehen. Heute nicht und morgen nicht. Da bin ich immer allein. Nee, nicht gesehen und so nicht. Trip war bang, hat die Girl nicht gesehen. Ship weapon. Nehmen wir gleich die Fahne. Servus, nehmen wir gleich die Fahne an. Alter, Ship. Grüß dich, mein Freund. Grüß dich, Sie haben bestellt bei Lieferando. Grüß dich, der Geschenk geht an euch. Bestellt. Das bestellst nur du wahrscheinlich da.
Ja, schon wieder an dem Stein hängen geblieben, ey. Dann lass mal auf, ein bisschen. Alicia, Alicia, Alicia. Sah cool aus, aber ich weiß nicht, deswegen habe ich mir so überlegt, ich schaue mir mal vielleicht YouTube uns auch noch an. Das ja. Spiel. Ob ich es jetzt unbedingt, ob ich es jetzt echt holt, weiß ich es noch nicht, weißt du? Das Spiel. Okay, ja, ja, das ist auch nicht so schlimm. Wenn Dead by Daylight gehen würde, könnte man das aber zu auch mal spielen, das Überleben dazu. Aber das sehe ich auch zocken, Dead by Daylight. Könnte man auch, wenn man weiter, kannst du denken, könnte man auch so reden, aber die andere Runde zum Beispiel. Ja, ja, genau, ja. Könnte man auch zusammen reden, trotzdem. Das stimmt allerdings. Ich hab schon ein paar Kanonen, oder? Schreit da so rum, Alter. Soll... Was denn? Da hat gerade was geschrien. So. Bei dem Spiel hier drin. Ich hab den Jan da so gefunden jetzt, Alter, beim Ding. Wie hast du gedacht? Achso, ja, das ist auch cool, jedes Spiel. Da hat manchmal so nervige Passagen, aber das ist auch ein altes Spiel. Ja, aber da ist so, aber weißt du, auch so sind so Richtung Sass nach unten rechts und dann B, A oder irgendwas bestrucken. Ja, ja, das ist super, dann, ja, weißt du, da. Ja, dann leg mir mal, weil ich so weit, fahrst du doch mal so weit und dann über die Balken, so rechts, unten, oben. Ja, ja, da musst du immer voll viel machen, ja. Sag mal was. Hallo? Hallo? Sag mal nochmal was. Hallo? Ah ja, warte, ich muss hier den Ton von meinem Fenster nur leiser machen, ich höre die nämlich doppelt. Muss ich was leiser machen hier, oder? Nee, bei meinem Fenster, der war am Fenster, hab ich dich nicht gehört. Sag mal jetzt was. Hallo? Nee, jetzt ist halt gut, weil ich habe gedacht, ich höre die so echomäßig, ne? Da, weil die Boxen von meinem Fenster noch an waren. Ja, das ist ja. Leg ich da mal gleich auf Fahrt hin, Alter. Kapitänsfahrt vom Kapitän Schneegi. Aber der Ted hat auch voll Bock gemacht, Alter. Ja, das war auch ein cooles Spiel, ja. Ich hoffe, der Kopf baut, ja, dass ich mal den dann, dann passt der eigentlich für mich, dann kann, dass ich den einzeln mal spielen kann. Naja, stimmt, das wäre auch mal cool, ja. So, muss ich gleich mal gucken, wo die ganzen Städte, die ganzen Dings sind, was Sanctuary auskosten müssen wir. Das ist hier. Das will ich schon mal auch mal machen, das Einzel. Ja, das glaube ich auch. Und dann muss man nach Wanderers Roof fahren. Das wäre nice, weißt du. Was ist das für Insel, Nanü? Ah, das ist die hier, glaube ich. Ja. Wird der Kevin da mitmachen oder schaut er was? Nee, ich hab ihn jetzt gefragt, er hat gesagt, nee, er macht nimmer mit heute. Doch nicht, oder? Nee, er wird eh nicht die Piratenlegende von der Legenden werden, die wir werden, nee. Du sagst dir gleich, das Spiel spielen nicht 18 Mal, ey. Schaut doch weg. Naja, das ist dieses. Das ist alles mal nett. Weil wenn wir dann schon was anderes machen können. Der da mal. Der kommt noch was, meint anders, gell? So mein ja, und du weißt, wenn du das da mal durchhast, das Athenas Warten. Spiel mit dir die ganzen Storys vielleicht auch mal. Okay, das können wir ja so auch mal machen, aber dann kannst du die Storys. Dann denke ich mal, dass da schon was Neues kommt, bestimmt bald. Das ja, genau, bis dahin ist schon wieder was Neues kommen, bestimmt. Und sonst hat man für ab und zu mal so Spaß, die etwas spielen dann. Ja. Das dauert eh schon lang, ey. Da mal Reine tun oder hier gesungen, weil ich sammle für Lagerkiste. Na gut, ja, Blender Valley fahren wir auch nach Blender Valley. Alter, und Wanderers Roof. Okay, das waren dann alle Inseln. Wir haben bei manchen Sachen doppelt Sachen und hier hole ich schnell die Lieferandos. Blender Valley, alter Blender Valley.
So. Hui. Ich hab mir überlegt, wenn sie mir jetzt nicht schicken, weißt du, wo ich doch so Handy halte runter, wo du mir doch auch nochmal bestellen wolltest. Ja. In meinen da. Und dann, eigentlich vielleicht eh gut, vielleicht könnt ihr mal von Amazon da schauen, dass wo so Regenschutz ist, weißt du. Ah, ja, genau, mit Regenschutz, das wäre auch gut, ja. Ja, sonst sau scheiße, weißt du, mit dem Handy da hinhängen und verdächtig. Ja. Es gibt doch so, glaube ich, in so Ding drin, wo man auch trotzdem bedienen ja, kann, weißt du. Ja, Kevin auch gehabt, ja. So Regenschutzdinger. Ja, aber jetzt sag jetzt, warte mal, weil die auch dran stand, die schicken irgendwas. Weißt du, so. Ja, ja, genau. Equipment ja. Da. Schau schon mal, ja. Ihr könnt echt mal zum Spaß, wenn ich mein Ding hab, dann kann ich dir sagen, wenn ich fremd habe, bin ich echt in der Nähe dann bei dir. Naja, das stimmt, ja. Das kann echt gut möglich sein. Was soll die jetzt? Stehen doch mal die Namen, dann sehe ich meinen Namen vielleicht. Ja, stimmt, ja. Da haben wir, da steht der Genscher Gott, ist auf dem Weg zu dir. Ja, Schatz, denk schon, das ist, da ist er her. Hui! Alter, ja, die Sachen einladen, ey, wo ist er da? Holt er wie auf und holt er. Bro. Jetzt hat er aber so geklaut, gell? Wo ich ihm geklaut hab. Hey, hey, das hab ich schon angeschaut, da dann. Morgen spielt er da einfach schon um 14 Uhr, ey. Jetzt um 40, ja. Da kann ich gar nicht heute schlafen, Alter. Da kann ich mich nicht mal ausschlafen, richtig. Ja, den spielt gegen Ding München dann. Wann spielen die? 16 Uhr. Ah, die spielt schon mal, okay, die spielen später. Die spielen der AIV früher, gell? Das war immer Berlin früher, ne? Ja. Wo der Ding ist, das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt im Zelt auch geschaut. Der Bayern weiß gar nicht, was mit dem ist überhaupt. Ah, okay. Schau mal, der ist auch schon länger weg. Ja. Zack, Bojczak macht auch immer gut, aber gell? Punkte und so. Ja, zur Zeit ist ja, sind gerade irgendwie alle ein bisschen halt weg, weißt du. Und Föder und Nöbel sehe ich auch nicht zum Beispiel gerade. Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, jetzt hoffen wir gewinnen gegen München. Nordwesten, da fahren wir gleich nach Nordwesten hoch. Dann können wir nämlich da. Und jetzt noch Kai Wismar und so weiter auch nicht dabei, zweimal. Der war auch gut eigentlich immer, gell? Ja, das macht Spiel aus, weißt du immer. Ja. Die fehlen. Und die haben jetzt dann echt Ding gespielt, sogar ich hab dann waren die Strafe schon normal. Und die haben jeden, das ist schon heil, die haben jeden Check ausgefahren, Berlin immer. Ah, okay, ja, aggressiv gespielt, ey. So aggressiv gespielt, weißt du, das ist zu viel. Der eine hat den, kennst du, wie heißt der Schönberger, da weißt du noch, der, ich weiß, der so gut ist, war im Münter. Ja, den haben sie noch zweimal so, der 5-6 mal umgecheckt worden im ersten Drittel. Alter. Ich hoffe, dass die jetzt mal gegen München dann wieder da vollhauen, die gute. Die Ex-München da, ja, verlieren die wieder. Oh, dieser ist auch gut jetzt. Deswegen, das ist nicht so wie letztes Jahr, also jetzt kann, sind ja schon trotzdem gut nach oben Berlin, weißt du? Ist ja, ja noch Ding. Ja, so richtig Polster oben, sag ich mal. Ja, ja, das ist voll. Zum Beispiel ist von Bremerhaven eigentlich auch nicht gut. Da verliert man Berlin, da ist abgefahren und vorne Felsen. Ja. Von deswegen Berlin verliert, dann verlieren die aber auch gegen Köln nach Verlängerung. Ja, 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 genau, dann haben sie auch verloren nach Verlängerung, ja. Das ist auch komisch, okay. Oder? Das kannst du keinem erzählen. Glaube ich, ist auch stark. Wie kann der Iserlohn gewinnen, gell? Auswärts. Ja, aber da weiß ich auch nicht, Alter. Das ist doch eh komisch manchmal. Bei uns, die sind alle so gut da, Alter. Ich knapp aneinander, die Mannschaften da. Weil Iserlohn ist ja eigentlich auch so schlecht. Ich meine, auch, die sind ja auch nur gut manchmal, aber dann, dass Iserlohn da gewinnt, aber weißt du? Ja, aber Iserlohn ist auch gar nicht so schlecht. Muss schon die letzten Spiele anschauen, die haben ja viel gewonnen jetzt. Auch die sind ja voll rankommen ja, schon, ja. An die Dinge wieder.
Du fährst jetzt auf Solid Bond, genau, Süd. Nordwesten, genau, nee, weil trotzdem mal schwer ist, meine ich, in Straubing, meine ich. Ja, ja, ja. Das ist halt, da haben sie halt irgendwie wahrscheinlich mal einen guten Tag erwischt, in Straubing mal nicht so einen guten. Da waren sie vielleicht auch überrascht, weißt du, dass sie auf einmal so gut aufspielen. Ich glaube, da auch anderer Druck geben, in Berlin muss ja beteiligen, so dass sie gut sind. Ja, ja, genau, ja. Aber zwei Drittel waren sie, war, kennst du, wie du dein Team gezeigt hast, hab ich so geschaut, da ging gar nichts mehr, Alter, von körperlich jetzt, der Checks und so. Das war ja, da. Ja, voll. Ja. Und Straubing ist manchmal auch, weißt du, Straubing, manchmal spielt sie nicht so gut, aber auf einmal spielt sie wieder besser. Also die haben doch auch mal so eine ganz schwache Phase gehabt und dann waren sie auf einmal wieder voll gut. Weißt du, diese Pause hat da nicht gewonnen, weißt du, wo sie am Anfang gestartet haben, das war die beste ja. Zeit so, dann nachdem war Berlin ein bisschen weg so, nachdem da war es mal knapper alles. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich glaube, es ist immer so, okay, aber bei den anderen. Naja, das ist immer so, ja. Warte mal, fahr mal so rüber, mein Freund, nach links. Den sie habe ich so zwei Schätze gesehen, glaube ich. Das darf ich so vielleicht mitmachen, gell, als ich dreh voll Chips und dreh. Das ist schon. Cool. Ey, gut sauber, ey. Wenigstens. Wie auf die scheiß Sandbank war, ne? Das ist jetzt ein Mecker, ey. War da Not drinnen? Ja, und dann so wie Case, so ähnlich. Kunstvolle Bauteile oder so heißt es. Ah, okay. Cool. Guck mal rein. Ja, dann nehmen wir gleich mit, gell? Ja, das ist gut. Hauptsache haben wir was. Dann machen wir 5 Mille locker, ey. Wenn wir so viel Schätze haben. Ja, jetzt haben wir gedacht, jetzt habe ich durch die großen Spiele da weggeschossen. Das Red Dead habe ich eh, jetzt wo ich Urlaub war, gut fleißig gespielt. Ja. Habe ich doch, komm, mach ich das jetzt weg, dann kann ich, wie heißt das, kann ich das jetzt, dann kann ich das jetzt schön und mal, ich spiele das dritte dann. Ja, dann genau. Zweite, komm, ja, stimmt. Muss mir dann auch erzählen, der BDS. Weil das zweite, das weiß ich zum Beispiel du noch, da spielst du ein bisschen Zeka. Aber ich wollte es mir selber auch durchspielen, dass ich dann so Übergang habe, weißt du, den dritten. Ja. Ja, aber wenn ich wusste, dass es so voll nervig ist am Ende. Was sagt der? Was? Was ist? Was sagt der Kevin, der Spasti da wieder? Wo ist der? Ja, hab ich ja ewig lang, ja, da drin. Am Handy. Das habe ich ja schon vorher so jetzt. Spasti. Antwortet auf eine Nachricht, was ich vor 2 Stunden geschickt habe. Deine Chef von uns ist immer noch nicht gekommen, Niki, wo ich dir erzählt habe. Echt das, oder? Der muss wieder, weißt du noch? Der hat doch, ja, stimmt. Ja, das ist wie bei mir, mit der einen da in der Stimmabteilung, wo der Richard arbeitet, die ist seitdem auch noch gekommen. Die fehlt jetzt, glaube ich, schon bald dann 2 Jahre. Das war Ausgleich, oder? Ist sie von runtergestuft worden, oder? Ja, ja, die ist halt irgendwie, hat die Stelle nicht gekriegt, die sie haben wollte, und die hat meint, die hat die Stelle schon und jemand anders hat die gekriegt. Und dann hat so. die ja, gesagt, bei mir ist die... okay, das aussehen nicht genau, bei mir ist der aber vom Chef runtergekommen, weißt du? Ja, ja, so, dann, das ist ja auch, das, die hat ja, die verdient ja jetzt mehr, die hätte ja die Stelle auch haben wollen, dass mehr verdient schon so, und das hat sie eigentlich gehabt.
Und jetzt hat sie die Stelle nicht mehr. Ja, das auch, stimmt schon. Und bei mir, genau, und bei mir, der hat das ja schon 8 Jahre gehabt, weißt du? Ja, ich hab da runtergesammelt von da. Ja. Bis halt dann noch mehr Ding anders hat. Ich sag, dann ist kein Wunder, dass dann überkommt, meine ich. Ja, ja. Ja, so ist das aber hier. Also dieses Ding. Weil die hat ja auch die Dienstpläne und die Stelle. Die hat die Stelle ja bekommen noch, weißt du? Ja, ja, nee, gesehen. Die war die Abteilungsleiterin ja. von da. Und dann hat die ja. Und dann war die ausgeschrieben, die Stelle. Ja. Und dann hat aber die Laura die gekriegt. Aber die hat ja die Stelle eigentlich auch schon gehabt. Ja. Das auch, und ich glaube, das war das Gleiche. Und der hat das aber 8 Jahre gehabt, weißt du? Ja, genau. Schon. Und dann ist die halt auch nochmal gekommen. Die ist dann auch einfach wegblieben. Halt, der hat das Ding geschrieben, ich habe jetzt noch gefragt, den Hussein, wo du auch mal kennst, was eigentlich sehr, glaube ich, gut verstanden. Den ja. haben sie dann, jetzt hat er bis zum 27. krank gemacht, im Januar. Ah, okay. Ja, das machen die meistens immer. Bei mir ist ja auch einer, okay, vielleicht kommt der wieder, aber der hat ja auch psychische Probleme, der kommt auch irgendwie gerade nicht mehr. Aber der wird ja, wahrscheinlich. Ja, so hat er auch gemacht, genau, das kannst du ja. am längsten machen, glaube ich. Ja. Wir müssen irgendwo Piraten sein. Heißt das die blöde Insel? Weil irgendwo schau dich geben, wenn du jetzt auch Ding wärst, ich weiß, ob du dann da gegangen wärst, weißt du? Ja. Ja, kann ich auch verstehen ein bisschen. Ja. Bei mir jetzt auf jeden Fall, ich weiß, ob das andere, wenn jetzt, was soll er da jetzt normal irgendwo rausgehen, weißt du? Ja, wenn sie ihm einfach die Stelle wegnehmen, ist er auch behindert, ey. Nein, ist schon gönn ich Ding auch, finde ich ja cool, Alex, und so weiter, der kann es ja auch gut. Ja. Und so weiter, aber ich kenn's selber, ich meine für ihn selber jetzt halt. Das ist jetzt wie wenn du einfach sagst, ja, Eishockey-Trainer, jetzt gehst du halt mal zur dritten Liga oder so. Ja, genau, ja. Mach der doch nochmal. Was müssen wir hier machen, Marcel? Ja, auch Skelette müssen hier irgendwo sein. Ich bin jetzt mal in die Höhle da unten rein. Wo bist du, was? Hier sind, aber hier sehe ich keinen. Ja, wie bist du in die Höhle, ne? Ja, das ist wie hinter die Höhle mit den Fallen. In der Wasser drin, oder? Nee, in der Mitte von der großen Insel ist doch diese große Höhle da. Ich höre ja auch keine Musik, anscheinend sind die hier auch nicht. Dann geh ich mal hoch. Ja. Der Höhle! Boah, das hat mich umgebracht. Ja, da hab ich selbst, da war ich alleine mal so 2-3 Tage mal. Okay. Aber wo war der? Hab ich gemacht sogar. Der Ding hat Schulung, weißt du, weil wir doch neue Regale und so bekommen. Ah, okay. Hab ich's allein gemacht. Waren halt Leute von drinnen, aber da wenigstens. Ja. Und der Felix war auch da, oder? Felix, weißt du, okay. Ja, der hat wieder geweint, Alter. Echt jetzt? Lass es. Der war auf einmal neben mir. Der war. Hä, was? Was meint der eigentlich? Der war. Ja, da war neben mir so, da wir auch so Felix, was los? Dann auf einmal. Das hab ich nur so gehört, weil ich so Dinge, da hab ich das mit der Ems redet ja mehr, Alter. Da war ja, wieder ein bisschen leicht drin, da war halt der Busser dann reingegangen, ja pass auf, dann war so draußen, hab ich gesagt, wir müssen Paletten mitnehmen, weil die so locker sind, weißt du? Ja. Und dann sehe ich, so kommt er voll so zitternd rein, sag ich, ja, Jacke dabei, wo so draußen ist ja Minusgrad, weißt du, kalt halt. Ja. Ja, ich hab schon in Kabine und dann sagt er, dann sehe ich auf einmal, so geht er nicht raus, halt, das machen, weißt du? Okay. Und dann ist das Ding reingegangen, zum Meister. Am Ende hat sich rausgestellt, dass er auch so, weil wir haben so neue Winterjacken bekommen von der Firma halt selber. Aha. Und sein ist halt noch nicht gekommen, aber der wusste jetzt nicht, und dann hätte er was sagen können, hätte er eine haben können, weißt du? Ja, genau, dann, ja. Und dann war er beleidigt, dass er keine bekommen hat und die anderen schon so Jacken, oder? Weißt du? Ja. Das war weicher, Alter. Und weil er Urlaub wollte, Februar, da hat er aber auch nichts gesagt, gefragt, hätte er bekommen. Kann er bekommen, nicht. Ja. Da haben wir es halt erlaubt zu sehen, aber irgendwie hat er sich gefreut wieder. Also ich muss mal schauen, ob das die richtige Insel ist. Wie heißt die? Wo man die. Bounty irgendwas. Bounty, okay, schauen wir mal. Es könnte nicht sein, dass jetzt hier nichts kommt von den Skelette. Schaut schon geil aus, mit Sonnenuntergang, gell? Ich muss sagen, ja. Die Grafik. Muss ich sagen, Alter, ich sehe da sogar Planeten. Siehst du das da mit dem Venus, siehst du, und dem Saturn? Ich hab so Reality Life, so, dass da denkst du, das ist, da bin ich live dabei, verstehst du, kannst du einstellen auf PC.
Weißt du, hat er doch gesagt. Ja, Silo Bounty, doch, stimmt schon. Ich weiß, dass er so Elch davon hinten. Ja, das ist ein Winterelch, Alter, was bringt das, Alter? Ich weiß, Weihnachten oder was? Na, weil ich in Schweden bin, Alter. Alter. Das gibt's ja nicht, wo sind die scheiß Fick-Piraten jetzt? Jetzt kommen sie, wir wollen da auf den Sack gehen. Nein, Niki, ich wollte auch nicht sagen, okay, irgendwie hab ich gar keinen Bock mehr auf das Führerschein lernen, Alter. Ja, das glaub ich dir, das ist voll nervig, ey. Ja. Ich hab sogar von Dingen geholt, dann Dinge, wollte ich jetzt sagen, ob ich das überhaupt mache, Alter, wenn es mir so auf Sack ist, beim Fahren und Übungen zu welchen. Ja. Du sagst schon recht. Nee, mein Fahrrad, da fahren wir eh Bock. Wenn jemand die Autofahrer so sieht, wie das schaut, da hab ich gar keinen Bock zu fahren, ehrlich gesagt. Ja. Eigentlich. Das macht auch keinen. Ich sag dir wirklich ganz ehrlich, mit meinem Oldtimer macht es ja Spaß, hätte ich aber ein normales Auto, dann hätte ich die auch nicht fahren, dann hätte ich das auch schon lange wieder verkauft. Nein, weil ich finde es gut, du hast ja auch nicht gerade, weil ich weiß, ob das. Ich sehe schon mal, ich such's mal, sag ich mal, aber. Ja. Wenn du jetzt gar keine interessiert hast, dann lohnt sich aber auch nicht, warum soll ich dann zahlen, 2000 Euro, weißt du? Ja, genau, ja. Boah, Alter, was ist denn hier los? Mein Auto sagt auch, die brauchst du nicht unbedingt, die ist ja geil, ob die Auto oder nicht. Weißt du, ich sehe ja auch, wir können ja auch mit dem Fahrrad einkaufen, ich gehe auch nicht, weil ich gehe auch nicht mit dem Auto einkaufen, zum Beispiel, weißt du, weil das ist mir, mit dem Oldtimer kann ich nicht einkaufen gehen, aber auch wenn ich ein normales Auto hätte. Und wenn ich sag ja, das ist nur, weil ich so ein spezielles Auto hätte, hätte ich das nicht, dann bieten gar nicht. Jetzt hau halt ab, Alter, und nichts mehr. Trotzdem, von dem Ganzen, das ist ja so, wenn man bleibt, das Ganze ist immer, Fahrrad ist am coolsten, finde ich, von meinem. Egal, was man jetzt hat, ob das Motor ist oder ohne Motor oder normale, ist scheißegal, weil finde ich am coolsten irgendwie. Oh, Goldene. Goldene! Das Wasser reicht nicht! Ich greif mal an! Was ist überhaupt so ein scheiß Ding? Das lacht erst so direkt ab auch nur der Wichser. Das soll sich voll an dem vorbei. Alter! Ja, Herrgott, komm mal mehr ans Wasser, du Spasti, echt! Der ist doch, steht doch im Wasser vom Flugdeck! Alter. Jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr, Alter. Sehr gut. Hass erfüllt die Totenschädel, ey. Noch von nervig, ey. Da kommen sie! Heute machen wir 5 Mille locker, Alter, sag ich dir. Ich hab auch nur Bock auf das, weil ich nicht nur die Schlitten hier dran oder mit irgendeinem Schwachsinn rumzufahren, um jetzt. Ja, das ist auch immer nervig. Manchmal, ich weiß nicht, die denken auch immer, die sind so oberschlau. Ja, was mich halt auch bringt, immer, damals, wo ich da gefahren bin, da muss ich auch sagen, warum man jetzt die Autos unterwegs, Alter. Das ist ja voll üblich geworden, hey. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, der lässt mich eh nicht erstmal schaffen, der Prüfer. Ja, das ist ja bei mir auch so gewesen. Und das mit dem Ding, das mit dem Ding. Find ich voll übel mit den Autofahrern, aber auch viele da rumfahren immer. Ja, Alter. Das ist ja. Wieder haben Autos überhaupt, also jeder hat ein Auto, also. Ja. Das ist voll übel, ey. Oh. Boah, Scheiße. Ich muss hier ausschiffen. Okay, gut. So. Ich hab dich schon zurückgeholt ins Leben, mein Freund. Und das mit dem Lieferdienst, aber der hätte ich auch keinen Bock mit Auto, wenn es kalt ist. Ja, das ist nämlich auch sowas, da musst du, da weißt du, du kommst ja meistens zu spät, weil du immer auf irgendwas warten musst, auf einen Autofahrer, auf das. Mit dem Fahrrad kannst du halt einfach vorbeifahren.
Ja, ich glaube, da bin ich sogar im Vorteil, gell, wenn ich so liefere in der Stadt jetzt. Ja. Hey, hallo. Ja, das, wenn, die kommen ja auch viele. Das machen viele mit dem Fahrrad da raus, Lieferant und Zeug. Das wollte ich nicht, dass ich das, was meinst du, wie ist das? Weil er gesagt hat, lieber bei mir in Augsburg, in ganz Augsburg so gesehen, steht er also dran, weißt du? Ja. Aber es wird dann schon so automatisiert, dass hier in der Nähe irgendwo halt das immer geht. Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, aber es kann schon sein. Ja, es kommt halt drauf an, glaube ich, wenn du in der Nähe irgendwo bist. Weil deswegen kann ich auch nicht immer bei dieser Randtankstelle bestellen, weil da wahrscheinlich gerade keiner ist, weißt du? Ja, bin ich dann zum Beispiel hier in der Nähe, dann gell? Ja, zum Beispiel, das könnte sein wahrscheinlich, so irgendwie. Vielleicht zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht schon mal, vielleicht mein Untertank, vielleicht bis zum 90, dass du eine Stunde mal fahren musst. Das ja, kann ja, sein, das aber. Das kann schon sein, ja. Der hat gesagt, nicht mal da eigentlich, weil die Leute ja nicht aufwässern, weil ich. Aber das kann ich nicht sagen, dass ich 2-3 Stunden irgendwo hinfahre. Das nicht. Nee, das auf jeden Fall nicht. Dann hätten das nicht so viele machen. Ne, bis man die Daten auch nicht mal. Bei mir geht's. Bei mir ist glaube ich sogar noch gut, weil ich so ein Motorfahrrad habe. Eigentlich jetzt. Ja. Der Typ so am Telefon zu mir. Ja, ich habe auch gute Nachricht. Am Sommer haben wir erst bei Pedelec, da können sie auch mit dem E-Bike dann fahren. Ja, das hast du eh schon. Da hab ich dann gesagt, ich hab schon E-Bike, ja, so. Ach so, ja, okay, dann haben sie es ja gut, hat er gesagt. Ja, das ist voll cool. Aber ich hab auch gesagt, ich will nicht von euch dann fahren, hab ich gesagt, dann halt, ja, wie selber meint. Das würde ich auch nicht nehmen. Dann hat er gesagt, nee, dann hat er gesagt, dann bezahlen wir sie, dann kriegst du auch extra noch, was hat er gemeint dann. Ah, okay, das ist ja cool. Okay, die waren da hinten, gell, die. Alter, das ist extra, was ich meine, ich hätte mit dem, wo ein bisschen Bonus dazu, so 50 Cent oder so, glaube ich. Ja, genau, ja. Pro Kilometer, weißt du? Ja. Ja, ich hab halt gedacht, das ist von meinem Job her das flexibelste, was ich machen kann. Ja, das ist glaube ich das Beste, ja. Das machen ja diese Studenten noch auch nebenbei ihr Studium und so. Bisschen leppös gemeint, da habe ich doch so bei mir in der Arbeit, so sag ich mal, Hauptding viel Stress halt, sag ich mal, ja. So normal her. Dann ist diese Abwechslung in die Fahrradfahrt draußen viel zu sehen. Ja, das ist ein bisschen entspannter, Mann. Vielleicht, unter Samstag schreib halt dem Digi dann, wenn man zum Beispiel Samstag oder so, und er will mal Pizza, soll er mal bestellen dann. Ja, klar, ja. Das kann ich schon mal machen. Wenn da irgendwo daneben. Ja. Wichser regen wir auch da auf den Strand auf, ne Bastard, komm! Bist du tot schon, der Auto? Ja, ich bin, die schießen mich auch die ganze Zeit ab. Okay. Da kommen nicht die Wichser da am Strand. Natürlich. Die Wichser da, ey. Haben wir alles. Shiprock. Ja, so Feuerdinger hab ich, okay. Hast du Essen auch mal für eine Ladenkiste da so? Ja, hab ich, ja. Ich hab mich vergessen zu essen, weil die mich so schnell abgeschossen haben. Wochen. Da ist ein Schweinchen. Da ist der Hund. Alte Götter. Was ist das? Was ist jetzt? Jetzt ist er hergeflogen kommen, oder? Ist es hergeflogen kommen? Hau ab mit Bettina, ey, Spasti. Das ist ja stark. Ja, ich wollte den anderen aufnehmen. Ja, das ist raus, aber ich glaube, ja, das ist ja. Das hielt er schon ganz genau, der Wichser, ey. Jawoll, Alter. Ja. Ey, haben wir es geschafft. Das Hühnchen mit deinem. Das ist auch so ein Kikti.
Schlecht gekriegt, Alter. Ist das ein Goldsack? Aber. Hat es jetzt weitergeladen bei dir, das Dead by Daylight, oder? Ich hab Job gemacht. Ah, okay. Soll ich nebenbei laden, oder? Nein, wir müssen das ganz später auch noch laden. Das können wir ja morgen oder so auch testen noch. Ob das geht. Hm? Ah, wir haben ein Rätsel für die Insel gefunden. Ich glaube, es geht doch nicht, oder? Immer mit dem PC, gell, dass man Party geht. Weißt du noch? Ja, Party gibt's glaube ich nicht. Nee, aber ich glaube, was halt geht, dass wir halt zusammen was spielen können. Boah, da bin ich echt mal. Wo bist du? Das ist schon noch, dass man uns dann hört. Das wäre doch cooler, weißt du? Das meine ich. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das, das ist nicht gegangen, weil hier kann schon mit dem Kevin in Party gehen. Was denn? Hier bei dem kann schon mit dem Kevin in Party gehen. Der ging doch nicht, oder? Doch, in Party kann schon gehen. Dann. Wir sind bloß immer im Spiel drin, weil man uns sonst dann nicht hört, im Twitch. Ja, wir bei Mixbox konnten schon, mit Kevin hast du doch mal gesagt. Na, aber Kevin kann schon nicht, deswegen hat er doch immer die Party uns eingeladen. Ihr habt dann bloß bemerkt, man hört sich dann in Twitch nicht. Okay, warte mal. Hörst du mich noch? Ja. Das macht ja nichts, ich will, dann kann ich es ja laden lassen trotzdem. Ja, lass laden, ja. Ich glaube, das ging dann nämlich schon, irgendwann ging es dann. Das ging am Anfang, glaube ich, nicht. Haben wir hier jetzt noch mal was zum Abholen oder mit diesem Schatz will ich dich testen? Darum gibt den. Aber das kannst du mir erzählen. Ich habe 100.000 Mbit, gell? Normalerweise, also mehr als. Ja. Jetzt habe ich noch 5,6 Mbit ladet, also was ist denn Scheiß? Ja, ich glaube, da ist bestimmt dann heute was. Vielleicht ist es einfach langsamer heute. Ja. Vielleicht haben die gerade auch was, gell? Oder gar Probleme, oder? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht machen sie auch was. Oder vielleicht läuft im Hintergrund auch ein Update da. Bei dir, weißt du, ja, oder vom Spiel, weil so. Sonst wäre es hier jetzt auch nicht gegangen. Glaub nicht, dass ich so wenig jetzt habe. Ja, ja, irgendwie, vielleicht machen sie auch ein Update oder so am Router oder so. Scheiße, muss ich mal schicken. Scheiße, das blieb jetzt nochmal so. Da wollte ich mal ein Foto machen. Letztens haben sie jetzt geschickt, jetzt war in der Nähe von Nürnberg, Alter, da hat sie Job bekommen. Ja, so wie bei mir mal, wo sie da mal von Berlin was geschickt haben. Ja, und jetzt, aber da jetzt auch nochmal. Jetzt haben sie aufgehört. Ja. Jetzt haben sie in Nürnberg schon. Letztes Mal so Ingolstadt, wo ich die erzählt habe. Ja. Geh doch nicht hin, Alter. Ist da noch was? Sorry, komm, also, ja, ja, da sind schon noch ein paar. Dann komm ich zu dir noch. Die holt die, oh, was ist das? Schon wieder einer mit dem Sprengfass, Alter. Verpiss euch, was soll ich hier? Sprengfass nach dem Feld. Weil ich wollte das eine Ding erspielen, dieses Dragon-Ding, da weißt du, wie das. Das ist so ähnlich wie das Jokement, da kennst du schon, wo wir drin. Ah, okay, den, ja. Wo ich dir geschickt hab, doch. Wo auf, ja, ja, genau, ja. So wie diese Yakuza-Teile halt sind. Ja, genau. Die, da haben wir aber dann, bevor ich das jetzt zocke, zog ich lieber das Shinun erstmal weg, weißt du? Ja, spiel also, mal die, das, ja, das mal, das dann kannst du mir mal den dritten Teil erzählen, wie der war. Weil ich bin jetzt, glaube ich, ich bin jetzt in den einen Apartment da, ganz oben, glaub, wo du Brett, ich glaube, da bin ich vielleicht noch eine halbe Stunde, glaube ich, so ist durch, weißt du? Ja, ja, ich glaube, das dauert nochmal lang, ja, stimmt. Das dritte hab ich ja schon gekauft, weißt du? Ja. War ja schon. Ist da nur einer, glaube ich, ja, ein Totenkopf. Yeah. Alter. 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 Ich weiß, ich hab gar keine Munition. Oh. Alter, was ist denn jetzt? Gutze, Pizze. Blöder, Kostenblöder. Alter. Oh. Alter, jetzt bin ich weiter, bin ich gleich tot, Alter. Ein Schlag noch, bin ich weg, ey. Ja, sehr gut, Alter. Wichsviecher, ey. Gut, ich lass noch was fallen. Ja, sehr gut, ja. Also, ich geh schnell aufs Schiff und ess was. Alicia, Alicia.
Ja, ich hab da geredet, da zusammen hab ich schon gedacht, da hört's euch wahrscheinlich nicht. Nee, weil wir da einfach so die Party, ich hab da kein Party gestartet oder hab auch kein Mikro aufgehabt. So, okay. Ja, weil die zu ihm gesagt haben, wir müssen das erstmal schauen, wie wir uns da finden. Und dann bin ich halt rein und er gleichzeitig und dann war es halt zufällig, dass wir auf der Ding sind. So lieb, aber warte mal, wollte ich was essen. Das ist cool, oder? Ja, das macht Bock. Das ist schon nicht schlecht. Das war manchmal auch mal, das war mal nicht schlecht, so, weißt du. Aber ich weiß halt nicht, ob das nicht so gut klappt. Das ist halt das Problem. Das nervt mich wiederum, dass das nicht so einfach ist wie hier bei den Piraten. Und eins müsste nur da liegen, ja, ein Totenkopf. Liegen, oder? Ja, muss nur einer da liegen, ja. Gestern hatten wir die. Alter! Kommt der Schatz ja einfach an. Gestern haben wir die Bettina auf die Schulter kauen. Wieso? Ja, weil ich sie geärgert habe gestern. Wir haben gestern sowas festgehalten und sie wollte es runterdrücken, da war noch ein anderer Kollege dabei und dann hat sie gemeint, der Gerd hält das die ganze Zeit fest. Und dann hat sie das, dann hat der Gerd halt gesagt zu ihr, die soll es nicht festhalten. Dann hab's aber die ganze Zeit festgehalten. Dann hab ich gesagt zu ihr, ja, Valentina, warum haltest du das die ganze Zeit fest? Und dann ist sie einfach gegangen. Und dann hab ich voll gelacht. Und dann hab ich gesagt, das die ganze Zeit. Und dann hab ich zwei Kopfverkleider auf die Schulter gehauen. Ich sehe gar keinen Kopf mehr. Ha? Wo ist der Kopf hier? Der liegt da, wo die scheiß Skelette jetzt sind. Die sollen die jetzt nicht nehmen. Die Wichser auf mich geschossen haben, hey. Wild geworden sind. Also schießt sich gleich doppelt die Penner, hey. Das ist schon schlecht, wie das schaut, Alter. Ich hab auf dich auch geschossen, gell? Ja, ich wollte es nehmen hier. Ich hab ja keine Zeit, also ich wollte dir das da voll friedlich erzählen, nicht mal erzählen, damit ich das richtig können jetzt. Sind mir Nerven. Das ist gut, wir müssen gar nicht so weit segeln in dem Ding und gar nicht so viele Inseln, weil ich glaube auf zwei Inseln kann man zwei Sachen dann holen. Champ! Machen wir 5 Mille, wenn dann wieder Gold auf dem Boot. Das will ich mal sehen. Dann hat er mal gesagt, er hat das Spiel drauf, weil er da gar nichts drauf gehabt. Was hat er? Südosten hat er da immer gesagt, ich hab dann das gemacht, das gemacht, hat er gar nichts drauf gehabt. Der Kevin auch immer. War ich allein, hab ich allein rumgesegelt. Und dann immer, wenn sie mit uns gespielt haben, sind wir drauf gegangen, gerade los, ey. Ja. Südosten müssen wir jetzt. Jetzt hängt für Insel an. Ach, Long oder Grove heißen die, glaube ich. Ah, da sind die nächsten Skelette. Den Weg gibt es aber noch nicht bis jetzt. Bei Daylight, der kommt, glaube ich, erst. Ja, der kommt noch, oder? Ja, hey, ich geh zu schnell. Ah, jetzt ist es draußen. Was ist draußen? Wasserstraußen. Nee, doch nicht, okay. Wasserstraußen. Jetzt verstaffe ich auch beim Ding, beim Netflix, weißt. Wasserstaff, was draußen ist.
dieses God Games, da weißt du noch. Ah, okay, Teil, wo draußen war. Ja. Und die Mama, da steht immer nur so das weitere Zelt, Ding kommt, aber da weißt du immer nicht wann, weißt du? Ja, das steht immer, da steht das, weißt du, das stand bei Ding auch immer dran. Bei Cobra Kai. Bei Netflix schaue ich fast gar nichts. Ey. Vielleicht schaue ich Disney, aber vielleicht schaue ich danach dann mal Netflix. Achso, das mit dem Challenge rauskommen, was sie nächsten Tag gemacht haben, mal, aber mehr nicht. Ja. Ja. Wo sie so es echt gemacht haben. Ja, stimmt, das ist erzählt. Das ist so ein Job, ja. Ich wollte dir nur das sagen, Alter. Die Bettina ärgert mich am Bauer immer, ey. Öfter mal. Deswegen habe ich sie da auch geärgert. Ja, weil die steht manchmal neben mir einfach und macht mich nach. Was geht da denn so hin und her, ey? Ich glaube auch deswegen, da bin ich auch mal gespannt. Da fange ich ja, Frau Belinda, fange ich ja mal dritten Teil an. Wahrscheinlich wird es ja dann Landita den Rechner, den Teil. Ja, jetzt. Da bin ich mal gespannt, ja. Weil, weißt du, die ganzen Spiele, kennst du das Jugment bei ist ja eh ein bisschen cooler Kampfstil, hat der Ketcher gemacht. So. Ja, ja, aber genau, ja. Du hattest halt was, gehst du, Yosuke da irgendwie, das war anders halt. Ja, Shamuna hat irgendwie was Cooles, ja. Das glaube ich ist auch besser, ich weiß, da ist ein bisschen bessere Grafik, dritte und so. Ja, genau, der ist ganz schön. Das hat der lang gedauert, bis der rauskam auch. Der ist doch schon alt, der Zeit, wo ich jetzt spiele. Ja, der ist ja schon uralt. Das habe ich ja damals so gut gemacht. Mit dem Dominik auf Gamecube gespielt. Das ist glaube ich, wie alt der ist. Das weiß ich immer, weil wir haben früher, machen wir gleich mal so. Wir reden zwar Englisch, aber es ist trotzdem gut, weiß, was man macht. Ja, ich glaube 2001 oder so ist der rauskommen. So Wahnsinn, ey. Jetzt bin ich im Aldi-Girl hinterher. Nee, die Kuh ist eh nicht da. Heute auch voll viel los, gell? Ja, bestimmt, weil morgen Sonntag ist. Kaufen sie mal ein, die Welten, Alter. Du sagst, aber war da echt so viel oder was? Aber okay, jetzt mal ein bisschen. Ja, ich war schon Nachmittag mal, wo ich doch am Samstag war, da war auch mal so viel los. Weil auch immer dann immer Sonntag ist, Alter, kauft es dann ein, die Welten. Hast eh immer viel los, finde ich bei dem Alti. Ja, das stimmt, bei dem. Das wundert mich eh, aber okay, da wohnen auch viele Leute umherum. Also ich so überlege gegenüber, das sind ja voll die Wohnblöcke. Ja, ich wundere mich immer, wo die ganzen Leute daherkommen. Aber das ist kein Wunder, da wie gesagt, da sind ja gegenüber auf der vom Bürgermeister-Agemann-Straße voll die Wohnblöcke. Ja, und mit dem Auto kommt die auch da mal. Ja. Und hinten auch. Ja, da bei Lidl ist auch noch viel los, aber Kentucky da ist. Ja, da ist auch noch viel los, ja. Aber da wohnen auch hoffen Leute überall, hey. Gesehen. Sagt ja sowieso. Ja. In der Altis gibt es auch so wenig, gell? Generell eigentlich. Ja, eigentlich gibt es schon einen Haufen, wo jetzt letztes Mal mehr Alti. Da bei mir ist ja einer, dann beim Spickel, dann wo der Richard wohnt, ist ein Alti, dann ist ja beim Kasch da unten drin ein Alti. Da sind eigentlich schon viele Altis. Dann der Alti, das sind ja schon allein 5 Altis. Und dann gibt es ja, da. In der Stadt sehe ich immer keinen, in der Stadt so, weißt du? Ja, doch, da im Kasch da unten. Das ist der Aldi. Ah da, okay. Die haben da einen Aldi reingemacht.
Und da wo früher mal, da weißt du, wo früher unten beim Gaststätte sitzt da Aldi drinnen. Nee, da sind es auch viele, glaube ich, gell? Ja, da könnten die auch sein. Das alte Girl. Bleibt bei dem von Karstadt. Stimmt, jetzt abwechseln, meinst du, gell? Ja. Weil die anderen sehe ich auch nicht immer, zum Beispiel den Typ da habe ich auch lange noch mal gesehen. Ja, und die andere habe ich noch nie gesehen, die da an der anderen Kasse gekocht war. Aber vielleicht hat die auch immer Spätschicht, weißt du, dann kommt die auch erst um 2 oder um 3 immer. Was ist um Wasser? Alter, das sind Unterhosen. Ah ne, das sind Fässer. Okay. Hätte man auf Höschenjagd gehen können, auf Höschenjagd. So ein Spaß. Ja, warte, mal hier, oder? War überhaupt noch richtig. Und Kopf. Ja, hier hinter dir. Okay. Warte, da muss ich umdrehen. Ich muss der Vater schon vorbei. Ja, da muss man hin, da muss man noch mal Skelette aufs Maul hauen. Aber die Skelette heute für heute schon mal erledigt. Es werden immer wieder welche kommen, aber die Skelette sind erledigt. Also der Kevin hat doch den Napoleon da gekauft, den Film. Für. Ich muss außerdem mein Amazon-Passwort zurücksetzen, der hat den Napoleon-Film da gekauft. Okay, ja. Und dann sagt, hat er halt angeschaut, der dann so, 20 Euro war der jetzt nicht wert, dann zeig ich aufs Kopfstehen, aber der kommt ja nur im Kino, Glas, der ist da teuer. Und dann auch nur im 4K. Erwart halt, bis der billiger wird, die werden schon irgendwann mal billiger. Muss ja nicht gleich kaufen. Der hat den gleich am ersten Tag gekauft, wo der rauskam da. Keine Kinopremiere. Und die muss man Amazon-Passwort zurücksetzen. Was meinst du? Ja, immer wenn, ja. Wenn der Kevin will sich mit seinem Fenster jetzt da einloggen und wenn ich mich jetzt einloggen will bei Amazon wieder neu, verlangen die, dass sie mein Passwort zurücksetzt. Und ich glaube, das ist, weil meine Tante, dieses Stefanie, da immer so viel Ding gemacht hat, so viele Einlogversuche und dann irgendwann hat dann Amazon gesagt, okay, jetzt müssen wir es glaube ich wieder zurücksetzen. Hat die immer nicht kapiert, wie man sich da einloggt bei Amazon. So, jetzt. Das gebe ich denen einfach nicht mehr. Wie nervt das, Alter? Das ist unglaublich. Wegen der muss ich jetzt mal Passwort zurücksetzen. Das ist ein neues Passwort. Ich schaue so, wie wir dich angehen. Ja. Was ist das jetzt? Ist da irgendwo ein Loch drin im Wasser, oder? Ein Schiffchen. Nee, okay. Vom Geräusch hört sich so komisch an. Das hört sich auch an, ob irgendwas brennen wird. Ich mach mal die Bahn. Ich hab jetzt mal auf Ding. Hab ich mal auf. Weil ich da einfach so. In der Arbeit, da bin ich in Pause, mal wie 1899 mal einfach so angeschaut, mal komplett. Das ist auch so cool, coole Serie. Yeah. Ja, das ist auch so coole Serie, das check ich nicht, wie man es absetzen kann. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das Netflix ist so voll behindert ab und zu. Das ist so schade, irgendwie finde ich, schade, ja. Finde ich aber bei sowas. Ja. Also, das ist so behindert, Netflix. Kapiere ich auch nicht. Das ist ja besser als das Ding sogar, weißt du, wo ich das Squid Games da jetzt anschaue, wo ich mag halt auch selber jetzt. Aber. Das geht zum Beispiel schon weiter, komischerweise, weißt du? Zum Beispiel, uns beiden hat das Punishment schon auch gefallen, gell? Punishment, wie gesagt. Ja, das haben sie ja auch wieder abgesetzt, Deppen. Aber das war generell abgesetzt, weil die gibt's auch bei Disney und so, die Serie Punisher. Nee, aber das ist weitergegangen, das meine ich. Ja, das verstehe ich auch nicht. Der wollte ja weitermachen, glaube ich, der Schauspieler doch, der den John da spielt. John. Wo ist es? Das habe ich auch die Spieler. Das habe ich auch gespielt. Spielspieler, gell? Gibst du, Alter. Ja, wir spielen das noch. Hab ich doch gut. Ja, ich bin wieder raus, so. John. War aber auch nicht. So, Spiele kommen aber auch schon raus, Alter. Ja. Wollte ich gerade sagen. Die Zeit kommt zu spielen, das kann er mal raus. Ah, Boah. Ja, jetzt verpisst euch halt mal, wenn ihr Banane essen will. Banani-Wichser. Alter, was war jetzt? Alter, irgendwas schießt. Scheiße. Ah, Scheiße, das sind irgendwelche Fremden. Unser Schiff. Ach komm, fix dich doch.
40 Sendung. Setz den Anker! Mach Wasser unten weg. Da kämpfe ich gegen einen. Alter, was hat mich jetzt erwischt? Ich hab mir irgendwas erwischt. Fuck, Alter. Ich bin nicht draufgegangen. Irgendwas hat mich erwischt. Stimmt's eine Kanonenkugel. Ja, die hat den fünften abgeschossen, der stirbt nicht, Niki. Ja, ich sag ja, das ist doch manchmal auch komisch, Alter. Mit dem Kämpfen ist das verdammt komisch, finde ich, bei dem Spiel. Alter, oh, ihr habt getroffen wahrscheinlich, geht bestimmt. Ja, aber mit der Schrotflinte und du voll nah bei dem dran bist, musst du den eigentlich schon treffen. Ja. Das kennst du, der hat dann so blöd geladen auf einmal, weißt du? Scheiß Trick. Aber wo kam die jetzt? Ich habe jetzt nach oben geschaut, aber auf Karte habe ich nichts gesehen jetzt. Ja, ja, das war noch Schnitter gewesen eigentlich. Ja, das war noch Schnitter, ja, die habe ich auch nicht gesehen auf der Karte. Keine Ahnung. Nicht in der Nähe auf jeden Fall. Ja, nicht auf der Nähe. Die Wichse, Alter, aber die haben schon 5 voll gehabt, die haben uns gesehen wegen der Fahne. Ey. Ja, ja. Das ist scheiße. Das Kämpfen ist da eh voll blöd gemacht, finde ich. Aber ich finde es auch blöd, dass man das eine, was man doch da so ohne den Online-Zeug nicht gescheit spielen kann. Da kannst du Athenas Fahrten nicht machen, nichts. Was haben sie das überhaupt gemacht dann? Ja. Da kannst du bloß so gesehen kommen. Macht nichts, wir können trotzdem weitermachen, gell? Ja, ja, ist ja egal, dann. Trotzdem weiter. Egal, wichtig gesehen, am Ende ist es wohl wichtig. Die große Truhe ist am wichtigsten. Sollen wir die Fahne jetzt nochmal mitnehmen oder nicht? Machen wir es mal ohne Fahne. Eigentlich, ja, das können wir machen. Machen wir es ohne Fahne am besten. Ja, machen wir es mal ohne Fahne. Das bringt auch nichts. Sehen die uns nicht. Ja. Hä? Scheiß auf die Fahne, ehrlich gesagt. Ja, das bringt eh nicht viel. Weißt du, wenn sie zu halb Strich geben, die es gemacht haben, die bringt vielleicht gar nichts. Eigentlich so viel. Die bringt gar nichts. Nein, ihr habt sie die Fahne weggenommen. Nein, so einfach. Ja, das war ein echt schlechter. Ja, geht schon, weißt du was? Das können wir machen. Machen wir es ohne das. Dann hätte er uns nicht gesehen jetzt. Mhm. Da haben wir auch ein bisschen Ruhe, weißt du? Ja. Die sind immer noch da oben. Unten habe ich gar nicht. Wir könnten jetzt hier noch zu der fahren und dann können wir zu den anderen dann abfahren. Ja, dann machen wir die. So geht's hin, aber. Ja, dann machen wir die am Schluss dann. Weißt du? Scheiße, aber zum Glück jetzt so besondere Sachen waren es auch nicht. Wir haben ja bloß die Totenköpfe gehabt eigentlich. Ja. Warte, wir kaufen mal das Zeug wieder, oder? Kanonenkugeln und so. Aber ich hab im Wasser, der hat mich gar nicht gesehen, den hab ich zweimal mit, weißt du, mit Shotgun hab ich abgeschossen, der ist nicht gestorben, also. Ja, der hat mich vorher auch mit der Shotgun abgeschossen und ich bin dann gleich draufgegangen. Also manchmal ist das seltsam, finde ich, ein bisschen was, hey. Also wie gesagt, hab ich jetzt, weil so rumgelegt hat, auch scheiße, da hab ich bestimmt entweder wieder neben geschossen, Alter, oder halt einmal getroffen nur. Nein, das kann natürlich auch sein, aber normalerweise ist sicher, die Fahrtenkreuz, weiß ich meine. Ja. Das mit dem BD ist schon besser, weißt du, mit dem Killer da Ziel oder so. Ja, ja, ja. Das macht auch mal ab und zu noch Bock, das DPD so ab und zu mal. Weißt du, es soll jetzt nicht so Ding, aber ab und zu mal. Ja, warum gibt's nicht den Ciao offiziell? Das wäre auch voll cool, ey. Ja, das wäre auch cool, ja, für dich. Hätte ich auch mal Bock dann, da zu spielen. Verstehe ich eh nicht. Ich glaube, das kommt bestimmt mal raus, ey, habe ich das Gefühl irgendwie jetzt. Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Glaube ich mal jetzt. Weil ich frage mich eh, warum lassen die PC weg? PC spielen doch auch so viele Leute. Und dann auf einmal lassen sie den PC weg. Basketball war auch erst nicht da, weißt du? Ja, Football auch nicht. Das gab es auch immer voll oft nicht. So Bum-Bum, also sind schon da, gell? Ja, Scheiße. Ich habe schon gedacht, irgendwas anderes hat geschossen. Schwuchtel. Nee, das ist eine gute Idee, das merkt man, dann brauchen wir die scheiß Fahne nicht. Ja, aber das bringt irgendwie nie was.
Also du willst die auf 5 machen und dann diese 5, was du da bei 5 kriegst, Missionen, aber dann mach ich halt einfach dann nochmal eine Mission, wenn wir es mal länger spielen sollen. Ja, das aber doch schon mal zweimal gesprochen, ja. Das bringt auch nicht so viel jetzt. Ja. Also das ist heute die Welt, das ist sag schon so, Alter. Ist das so schade, gell? Oh Scheiße, jetzt tut meine Hüfte weh. Digga, das wollte ich auch sagen, weil bei mir der Akku, der scheiß Akku da immer schwach ist, weil ich mein iPhone da, wo ich doch mal wechseln wollte. Ja. Jetzt wollte ich wissen, weil die, wenn ich da jetzt anfange, was war das jetzt? Was? Was schlug jetzt, Schwasti? Geh weg, der Finger. Ja, weil du gerade erschrocken hast, der letzte Finger da kommt auf die Karte. Weil auf der Laptop kennst du ja wieder voll Licht kommen, gerade aus der Hand zu kommen. Steht der neben mir so unschuldig. Dann fahren wir da nach Westen, zu dem Nordwesten da, zu der Insel. Ja, was ist denn mit dem Akku? Wieso Geistweißer, wie nur die anziehen, Alter? Ja, ich Ghostbusters spiele. Na, ich soll die wissen, weil es irgendwie. Aber ich habe nur im Internet gelesen, ob es aber auch stimmt, weil im TV habe ich es vergessen. Der hat mich nur einmal angerufen. Ja. Ob man da so, weißt, ob man da jetzt so die App bei seinem eigenen Handy runter hat oder bekommt man von denen so Gerät, dass man so Navi hat, weißt du? Ich glaube, auf meinem eigenen Handy hast du die, glaube ich. Weil wenn ich da manchmal siehst ja manchmal so Lieferando-Leute auch bei McDonalds drin sitzen und so. Ich glaube, die schauen immer auf ihrem eigenen Handy rum. Echt, oder? Ja, ich glaube schon. Wie meinst du, da ja voll Ding, das, ich weiß gar nicht, ob das haltet, weißt du, Akku? Ja, ich muss mal nach einem Powerbank schauen vielleicht, oder? Du weißt dann, das ist automatisch, oder? Ja, da kannst du ein bisschen so. Die Powerbank muss halt zu Hause aufladen. Und die ist dann wie so ein Akku, den dann halt dann nochmal an dein Handy anschließen kannst und dann nicht laden bist. Ich glaube, wenn ich voll geladen eigentlich losfahre, dann müsste es eigentlich halten, gell? Ja, das glaube ich auch. Für 2-3 Stunden, oder? Ja, das glaube ich auch. Da gewinne ich mir auch danach manche Wege, aber manche das weiß ich nicht alle, weißt du? In Augsburg dann. Naja, brauchst du so ein Navi, klar. Okay. Jetzt? Und das Ding, oder? Ne, den Kopf da oben, gell? Ach so, ich den Kopf da oben sehen natürlich, ich seh den. Ja, jetzt sehen. Aber nicht immer, Freund. Wir müssen mit das vorbeifahren. Aber jetzt feuern sie! Wir holen uns jetzt wieder Energie, die sind mal schneller versteckt, die holen wir uns jetzt. Alter, ich bin runter. Alter, was ist das? Die holen wir uns jetzt wieder. Boah, der leckt mich am Arsch, Alter, was ist los, Alter? Wo bist du? Ich will gleich gucken, wo will er gucken? Friedrich, wo feinsteigen und so nochmal andere Menschen? Lass ihn in Ruhe, Alter. Ja, hol jetzt wieder! Die Supporten! Boah, Alter! Ja, guck mal, die schießen so viele auf einmal! Da kann ich jetzt gut ausgleichen! Leck mich doch am Arsch! Boah, leck mich, ey! Das haben wir auch noch nie gemacht, hier mal so der Totenkopf ist sowas, da gegen ihn zu kämpfen. Ne, den können wir auch noch später mal. Ja. Da gibt es ja so viele Sachen, was da machen kann. Aber ich will halt gerne das Athena Fahrten mal komplett haben, das ist dann cool. Sind wir jetzt schon auf, war jetzt schon auf die Insel zu da, oder? Ja, jetzt ist die genau da, auf der rechten Seite. Da. Rock Bay, lalalalalala. Haben die mir meine Alicia kaputt gemacht? Ja. Oh Scheiße, ich hätte ja einen Richard anrufen sollen.
das hätte ich nicht machen sollen, bevor ich mit den Piraten spiele. Ich wollte dann nur sagen, dass Snap mit die zum Ding. Das ist die Rockfabrik. Also ich mach mal Anker. Falsch. Dann ruf ich den schnell an. Ganz kurz, bloß gesagt, ich geh nicht mit. Wart kurz. Also du kannst ja auf 20 gehen und so, aber ich ruf den bloß schnell an und sag, ich komm da nicht mit zur Rockfabrik, weißt du? Nicht, dass der irgendwie wartet. Weil ja, aber ich sag, ich ruf ihn an. War in der Nähe, okay, aber warte, du bist gleich wieder weg. Da. Tschüssi. Ja. Aua. Bis gleich, ja. Bis gleich, jo. Bin ich wieder da? Ach so schnell? Ja, der ist gar nicht rangegangen, vielleicht ist er gar nicht daheim. Ja, aber ich sag, die rufen mal an, so. Ich weiß gar nicht, was ich gestern gesagt habe. Ich glaube, Simne 8 rum, ruf ihn mal an. Oder so habe ich gesagt eigentlich. Und sag ihm, ob ich mitkomme oder nicht. Und dann ist er aber jetzt gar nicht da. Vielleicht ist er gar nicht daheim. Geht er dann selber auch hin, oder nicht? Ja, genau, er wollte eigentlich selber dann hingehen, ja. Der geht dann allein dahin oder weiß nicht, ob jemand mitkommt, aber. Ist da jetzt ein Rätsel auf der Insel, oder? Was haben wir auf der Insel zu tun? Ich hätte aber, wenn wir weggehen, wahrscheinlich die Sachen da abgeben, alle. Ah ja, sehr gut, Alter. Dann sind sie wenigstens weg und gibt's keine mehr dann. Wir haben unsere Sachen abgeben, die Hundsöhne. Weißt du, der Kevin, der Spaß sieht. Was ist los? Der Kevin, der Spaß. Wo sind wir eigentlich? Weil ich wollte es genommen, aber okay. Ja. Also ich meine, das ist so sein, so ein ganzer Kram, wo 30 Jahre gespart hat. Ja. Spaß die, ohne Witz. Und du hast gar nichts, und von dir hat man gar nichts, weißt du? Ja. Ja, weil der so blöd rumtut manchmal da. Ich muss schauen, ob das. Was ist das für eine Insel wieder? Blender Valley. Okay, was müssen wir machen bei Blender Valley? Nee. Ah, Rätsel. In Real Life sehe ich auch in so Fresse voll. Das ist aber die im Real Life 6 schauen. Weißt du, schneiden sie von hinten dran, weißt du? Nein, ich weiß nicht. Ansonsten sind sie zerstochen, gell? Danach sind sie ja nicht drum, sonst bin ich auch gestorben dann. Ja. Nein, Phantome. Kommt da voll so aggressiv, also Niki, wenn du sagst nichts, ja, ich bin halt draufgegangen, ja, warum? Ja, ja. Wie er da immer stinkern hat, ja. Alter. Weißt du, das Coole ist so, ich bin dann schon gegangen, warum? Ja. Du sagst so halt, ich hab ja dann. Ja. Was geht der immer drauf? Ihr seid jetzt so mal zu wie das manchmal, ich hab Eis so jetzt mal. Ja, ich hab Gegensatz bekommen, warum war dieser Punkt durchgegangen? Ja! Alter, jetzt haben sie getötet, die scheiß Phantome. Die Muschi Phantome. Ich hab grad im Fernglas sehen, die stirbt da oben. Ei! Jetzt ist mein Handy runtergefallen. Ja, lacht er mir aus, wenn ich stirb, ey. Okay, keine Schiffe weit und breit, mein Freund. Okay. Was soll jetzt los? Jetzt hab ich was getrunken, Alter. Ah, halt die Gör. Oh nein. Weinigstall.
Da die. Ne, doch nicht. Ich laufe mal zu dem Tunneleingang da. Ich glaube, das kann vielleicht der richtige Tunneleingang sein. Nach Süden eigentlich. Muss man die, diese Öffnung, muss man die Jacke eigentlich anziehen, was die da mal schicken, oder schicken die das automatisch immer mit eigentlich? Die schicken das automatisch mit, aber ich weiß nicht, ob man die anziehen muss. Ich glaube nicht, gell, weil das sieht man so nicht, oder? Eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht welche gibt, die das vielleicht doch noch kontrollieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man es vielleicht anziehen muss oder. Alter, wie viele Skelette kommen denn da? No, leck viel am Arsch. Das hat mir schon klar, dass ich mit dem kam, aber. Oder, weil. Was ich weiß, also warum eigentlich jetzt ja wohl sein, oder? Ja, da hat sich auch gesehen, dass die Lieferando bist, vielleicht auch, weißt du? So, stimmt. Warte, hier muss irgendwo Tunneleingang sein. Ja, ja, wie die Tasche dabei, weißt du? Wo der Name ja. Da steht. Vielleicht aber auch noch von der Jacke auch, aber hier kommt ja darauf an, wenn es warm ist, dann ziehst du die Jacke auch nicht an. Ja, dann geben sie T-Shirt und Pulli auch mit. Okay. Dann dran. Ja, ich schau mal, der ruft mir nochmal an. Der hat irgendwie gemeint, weißt du, noch einarbeiten, da ruft so irgendein Typ, dann mach ich mit dem das erste Job gesehen. Ah, okay. So machen die das. Weil ich den gleich gefragt hab, weißt du, wie ist es dann, wenn ich die App und so, und so ja, da, dazu kommen wir ja dann noch, wenn alles Vertrag und so gemacht ist, dann rufe ich sie nochmal an, dann machen wir das zusammen, sag ich. Ah, okay, ja, das ist klar, das ist wie bei der Post bestimmt auch. Da war wieder auch einen zum Einarbeiten, der hat mir einarbeitet. Und das zeigt, wie das alles geht. Und der macht wahrscheinlich mit Telefon, geht dann. Also. Ja, genau, ja. Achso, da ist gar keiner dabei, der mit dir mitfährt. Der ist einfach der macht's dann mit dem Headset da mit mir, genau. Ach so, okay. Halt Ding halt. Mit dem Kopfhörer, was ich halt habe, weißt du. Ah, okay. So hat er gesagt. Ich krieg die Sachen ja zu mir zu Hause geliefert, die Klamotten. Er sagt, du kannst einfach von zu Hause aus starten dann. Ah, okay. Was meint? Das ist ja cool. Alter. Achso, das bist du. Hau einmal ab. Ich dachte, was war denn jetzt schon wieder? Da ist schon wieder so ein dummer Phantom oder so. Was steht er da mit seinem Preis? Das ist schon der Gangshot. Und schießt da rum, der gegen die Ecke. Ja, Herrgott, finde ich nochmal raus. Ich schätze nicht, wo du um die Ecke geschaut hast, okay? Hast du schon langsam geschaut, wie man war. Ja, das ist geil. Ich hab das Wasser verloren, oder? Ja. Er ist ja geil, der weiß halt selber. Das Spiel mal cool geworden und der Typ rennt nackt in der Bude rum. So, das na gut, dann leuchtet das Ding. Das ist das Grüne schon. Ah ja, stimmt, das Grüne ist Meerjungfrau. Oh cool, das ist eine Lagerkiste auch. Das mach ich nicht. Okay. Schau jetzt mal, was steht da jetzt nochmal? Am Tunneleingang. Mit Blick auf das Meer, gehen Süden muss ich. Alter, jetzt kommt da schon wieder so ein scheiß Skelett mit Sprengfass. Hasta la Vigo. Scheiße. Mal hier dran. Jetzt tun wir die Zeit 4 Jahre zurück, dann so. Da leuchtet was was ist das da hinten? Ja, das war unser Highlight, Alter, damals. Das haben wir nicht gekannt, ey. Ja, wir haben aber nur das Problem, wenn die Krake kommt. Ja, das war alles immer so schwer da für uns damals. Das größte Highlight war Ding. Ding heißt es. Ding. Ich hab das geheißen, die Story da, wo ihr gespielt habt. Das ist die Schleierbahn. Bist du? Genau. Ja, also, da steht doch dran im Süden. Wo sollen wir? Ist das vielleicht auf der anderen Seite oder was? Wo ist denn unser Schiffle? Da lang laufst. Wieder in die Richtung. Lass mal hier oder dann fahren wir hierher oder das Totkoffer hier. Ja. Vergiss nicht, auf der Seite, wo ich bin.
Schleierbahn. Schleierbahn, Boah, Alter, wie bei der Rübsenmesse. Du hast doch ganz auf der Insel, hast du irgendwas gesehen mit dem Gesicht? Ja, er war die ganze Zeit auf der Insel, ey. Pixar, das ist doch Süden hier. Sowas, du suchst du so ähnlich, sowas wie Gesicht, ja? Da wird immer dahin kommen, wo ich bin. Weil hat er gar nichts gefunden, der Wichser. Dann tust du einfach mal Grab halt und setzt das Medaillon in den Alter. Ja, dann hat er es da irgendwo liegen lassen, weiß ich noch. So. Da hast du ihn liegen lassen, der Zipfel. Oh nee. Ist doch geil, Mann. So, Dicky, hörst du mich? Ja, ich versuch grad rechts zurückkommt auf dem scheiß Schiff da. Ja, so. Dann hat er das Schiff geklaut. Also, aber du hörst ihn ja auch ganz erkennt. Ja. Die Spitze des Adlergipfels gen Westen verlangt nach dem Licht der Laterne. Suchst du nach Reichtum, so schenk es gerne. Die Spitze des Adlergipfels. Alicia? Was hat der überhaupt da in der Hand? Was hat der in der Hand gehabt? Wo ist er jetzt? Das ist ein Schwert. Ich denke immer, du hast einen Totenkopf in der Hand. Weil der Totenkopf griff von dem. Der hat einen Totenkopf am Schwert. Dein Schwert da. Ich denke immer, du hast einen Totenkopf in der Hand. Das hat sich umgedreht, dass du weißt, dein Hund falsch ist. Alicia, wo ist die Alicia? Da ist sie. Alicia. Alicia. Ja, die Wahl zwischen Aldi Girl und Alicia, die Aldi Girl aber nehme. Ja, aber die Nähe ist. Voll. Boah, Alter. Alter, jetzt schützt irgendeiner. Irgendeiner hat die fette Macht auf sich rausgeholt. Die fette Macht, nee, die fetten Metten. Alter, was ist jetzt mit der Recki, Alter? Sag, da liegt nichts mehr zum Alpha, oder? Alter, wo kommen denn die ganzen Gichtis daher, ey, jetzt noch einmal? Oh, jetzt schützt wieder einer. Alter, endlich, ey. Wir haben alle was verloren, ey. Der hat was Rotes verloren hier. Der Huhn gefunden. Hühnchen. Hühnchen Bock. Komisch ist der Gary Richard, der schneller, vielleicht ist er auch in der Arbeit noch. Ich weiß nicht, der hat aber zu mir gesagt, der ist gegen Sex und sowas zu Hause. Wenn ich so Bescheid geben ist, dann sagt er bestimmt Bescheid, gell? Ja, eigentlich ist so ein Ding, weißt du, weil er halt, ich habe ihm halt gesagt, ich rufe an, dann weiß ich Bescheid, ob ich mitkomme oder nicht. Und dann ist es mir eigentlich scheiße, es ist schon so spät, aber. Aber das hätte eigentlich nur passt, weil das geht ja bestimmt. Ich schaue jetzt nach, ob das geht oder mit dem Lobby. Er hat gesagt, er schaut mal morgen oder heute noch mal nach, was da los ist. Ja, dass das so kompliziert ist, das nervt mich schon wieder. Dass ich nicht einfach ihn einladen kann, weißt du, von der Freundesliste. Das ist hier irgendwie besser, hier lade ich dich einfach ein von der Freundesliste. Da hat er gesagt, dann muss er Microsoft Store und da musst du das Spiel dann wieder kaufen. Aber hat es ja schon gekauft, vielleicht hätte er es gleich von Anfang an da drin kaufen müssen. Dann täte es wieder vielleicht besser gehen. Aber der will ja jetzt nicht nochmal 40 Euro für den Ding ausgeben. Das ist
sind die Art. Na, leck mir am Arsch, Alter, er ist 8 GB, da leck mir mal jetzt raus, sonst rüttelt es bei mir immer ganz Zeit. Ja, dann lad es später runter, wenn was. Junge, schön, aber der geht dann, aber lad den schon aber irgendwie voll lang. Bei mir war heute aber auch schon so ein bisschen langsam, wo ich die Spiele runtergeladen habe. Besser, oder? Ja, normalerweise. Ja, machen wir morgen, ja. Ja, jetzt spiele ich schon was, aber das hat jetzt nur 1 GB geschafft, Alter. Ah, nee, das ist jetzt schon bestimmt. Aber schon im Spiel geht's aber gut. Kann auch sein, online, dass ne? bei Steam was machen, weißt du? Vielleicht so. Ah, ja, okay, das kann sein, stimmt. Dann machen sie auch manchmal Wartungsarbeiten. Was steht da jetzt? Nochmal. Die Spitze des Adlerzipfels. Aber in der Arbeit keine, pass auf, das sagst du auch so wie du, ich. Der so Gamer-PC, weißt du? Hat der gemacht lassen. Der hat auch das, dann sag ich, ja, schau, ich hab auch das Laptop, dann sag ich so, das ist aber nicht die Leistung, was ich hab auf dem Gamer-Rechner. Das ist der Kevin immer. Da hab ich dann geschaut, da hab ich aber die Werte höher gehabt, da ist er sogar im Spiel, was mir egal ist eigentlich selber, ja, weißt du? Ja, ja. Da hab ich gesagt, das ist ja unmöglich, es geht gar nicht, das muss er nicht mehr haben. das ist der Kevin nicht. Ja, und dann hab ich dann halt da was geschaut, so. Ah, jetzt hier, aber was war denn so? Du hast ja nur 17 Spiele drauf. Da hab ich gesagt, weißt du, Red Dead ist so voll groß. Und ja. Ding, da muss ich ja zum Beispiel manche runterlöschen, weil ich da nicht so viel Speicher habe auf Laptop. Ja, genau, ja. Ja, halt so. Ja, ich kann über hunderte Spiele drauf tun. Ich hab den Speicher immer noch nicht voll. Ja, ist doch egal. Da ist halt nur im Lobby drin. Ich tue es halt nur deinstallieren. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Red Dead durch habe, warum soll ich das voll da lassen, weißt du noch? Ja, genau, ja. Ich muss halt, das meine, was ist so Leute eigentlich? Ja. Wie der Kevin. Ich habe auch mal gesagt, darfst du nicht vergessen, auch wegen Bildrate her, weißt du, stand da im Internet auch dran. Laptop hat doch so kleine Bildschirme auch. So generell. Ja, genau, ja. Das ist auch nicht so viel, deswegen kannst du auch noch feiner machen, das kleine Bild, weißt du, für Laptop. Ja, das stimmt, ja. Manchmal wie so fetten großen. Ja, genau, das stimmt aber, ja. Generell meine ich jetzt. Auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was die immer haben jetzt, die Leute. Ja. Die Leute von heute. Wirklich als komisch. Ja. Bist du doch mal, also ihr Wichser. Gibt's so eine Drückung von hinten, rücks hat er mich erschossen, der Penner. Unglaublich, ey. In der Ricke, naja, also in der Ricke hat der geschossen. Der Ricke. Geschossen, oder? Ja, irgendwo, der von hinten wieder über den Rücken geschossen, der Penner. Wo ich kämpft hab, oh scheiße, jetzt bin ich wieder mit nacktem Arsch auf dem Sessel gesessen, ey. Alter, hau mal da. Warum seid ihr gerade nett zu dir, ey? Au. Alte Girl. Schade, die habe ich schon lange noch mal gesehen. Ich habe schon vergessen, wie die ausschaut. Ich weiß gar nicht, Sitsch. Müssen wir hin, mein Freund? Du musst jetzt wieder zu dir kommen. Da steht, die Spitze des Adlerzipfels. Gehen Westen verlangt nach dem Licht der Laterne. Such. Ja, du musst da Laterne erzünden, wenn du den Adlerzipfel gefunden hast im Westen. Oh, Alter. Wollen das sein? Ja, da oben, ganz da oben war ich auch noch nicht. Im Westen. Das ist auch hier, schauen wir mal, wo das. Schaut der jetzt oben? Die Spitze. Jetzt siehst du eigentlich, welches ist das? Das untere da, das in der Mitte unten. Die Spitze des, oder? Ja. Die Spitze des Adlergipfels gen Westen nach dem Licht der Laterne suchst du nach Reichtum, so danke es gerne. So, Gipfel oben ist es doch, oder? Ja. Schauen wir mal da nach oben, ja. Oh, Fettsack! Mach mal noch Fetter, Alter.
Ah, da oben ist die Spitze. Da oben ist die Spitze, glaube ich. Da müssen wir hin. Da muss Lichter machen. Okay, da gehen wir hin. Zum Adlerzipfel. Hey, warte mal, da ist auch da ist ein aschgrauer Hüter da unten. Steht da am Wasser und beobachtet die Lage. Und da unten ist auch irgendwo eine Meerjungfrau, ich höre ich singen. Hast du das Agatha da weitergespielt, Niki? Wie ist das? Nee, noch nicht, bis jetzt heute noch nicht. Ich wollte es eigentlich spielen, aber hab's dann doch nicht. Ist cool, oder so? Vom ja, das so ist Dialog cool. Und so. Ich habe den Anfang gespielt, halt das erste da gespielt, das war ganz cool. Halt die Einführung zu sehen, das Tutorial, das war ganz cool. Aber jetzt geht's los, richtig. Ist cool so mit Deutsch, gell? So wie ja, ich weiß. Ja, voll. Das ist, glaube ich, der, gell? Wo man den spielt, aber jetzt sehen wir da drauf. Ja, genau, das ist der, bloß da ist er jünger, ja. Ich glaube, da ist er jünger, gell? Bei dir. Ja, genau. An dem gemalten Schmetterling im Pass durch die Schlucht musst du dich mit der Schaufel schinden. Um 8 Schritte gehen ich Norden. Irgendwas dick, mein Freund. Deinen Schatz zu finden. Das ist Schloss, ja, aber erstmal aufgehört, geh mal an dir zu retten und der Spaß. Okay, ich weiß, wo das ist, aber ich glaube, ich traue mich hier runterhopfen. Boah, ich hab's echt überlebt, Alter. Das ist so geil. Das ist das Geilste, was ich irgendwann noch in dem Spiel. Nächstes Sentimental. Bayerischer Nicky. Er hat nur einen bayerischen. Nee. Er müsste es hier sein, oder? Der Schmetterling im Pass. Butterfly. Ah ja, hier ist er, cool. Acht Schritte gehen Norden. Ja Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hat nicht ganz gepasst. Oh nee. Herrgott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, Herrgott, ey. Warte mal, machst du große Schritte dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, du hast gefunden, oder? Sieben, acht, ja. Boah, da kommt das Skelett zu mir, da bin ich noch richtig gekommen. Boah, wo bist du überhaupt? Nochmal, eins, zwei, drei, vier, drei, fünf, vier, sechs, fünf, sieben, acht. Ja, endlich Bingo Bongo, Alter, Bingo Bongo. Bingo Bongo. Ah, Digga. Wahrscheinlich hat die einen Freund dann. Das ist alles umsonst gewesen. Die ganzen Burger, die ich jeden Tag fressen habe und gestorben bin dran. Ich hab den Felix schon. Jetzt müssen wir noch außen rum segeln, gell, weil da noch so viel Zeug liegt, gell? Ja. Machen wir glatt, mein Freund. Gut, schau, da war so ein Schiff vorhin, von weit weg vorhin. Der ist aber weitergefahren dann. Ja, zum Glück.
Griechischer Wein. Das ist wie das Blut der Weg. Da den ein. Könnt ihr auch zu der vom Aldi mal sagen, ob sie meine Hängematte sehen will? Ja, hör mal ab, sagt sie dann. Wenn ich jetzt aber wirklich Schriftsteller wäre und die hätte mich erkannt, dass ich zum Beispiel die Casey Morgan Romane schreiben würde, dann hätte sie bestimmt mit mir geredet. Hm. Stimmt. Also es ist auch so ein billiges Flittchen bloß. Tschüss. Was? Ich muss Segel hochmachen. Toll, fix dich doch, echt. Ja, danach schau ich beim Ding schon auf 7, da gibt's nicht das Elevator, aber beim Epic Games gibt's es nur. Ja, bei Epic Games gibt's es. Und da gibt's es, er hat nämlich dieses Ghostbusters ja auch über Steam gekauft, aber bei Epic Games ist er irgendwie angemeldet. So? Und deswegen, weil das ja auch bei Epic Games gibt, das Spiel. Und deswegen kann der meint er, dass das halt irgendwie nicht geht, und dann hat er irgendwie gesehen, dass er bei Microsoft das nochmal kaufen, glaube ich, muss oder so, aber das will er ja natürlich nicht. Ja, das verstehe ich auch, weil er hat es ja schon. Das wäre ja dumm, ja. Soll er dann nochmal kaufen, okay. Und wir haben uns ja jetzt so gefunden zum Glück, aber ich hätte halt gerne in meiner Vorlesung, dass er halt einfach einladen kann. Laufen es wieder, die schwulen Skelette im Wasser rum, ey. Schauen wir mal, glaube ich, die nächste ist, dass mein Freund das richtige Party mal richtig zündet, Alter. Richtig geht es geradeaus einfach nach Norden. Und dann, da haben wir zwei Sachen zu erledigen. Auf der einen Insel auch zwei Sachen. Und dann müssen wir nochmal dahin, wo wir uns vorhin die eine da aufgegriffen haben. Alicia, Alicia, Alicia. Altiga. Rücksatz. Trotz stehen um 3 und so habe ich vom Epic Games, weißt du? Ja, zum genau, Beispiel. Ja. Ja, das ist die andere zwei Teile war beim Steam. Okay, ja, das gibt's nämlich auch. Und das Dead by Daylight ist ein Steam-Spiel, gell? Ja, das Ding. Das ist Steam, ja. Ja, weil das ist auch sowas, weil der hat dann gedacht, der muss das Epic Games mit dem Steam verknüpfen, aber das hat dann auch nicht funktioniert. Und das gibt's eigentlich, glaube ich, so wie deshalb, das Sea of Thieves, auch bei Microsoft. Und jetzt meint er, jetzt hat man halt, ich hab halt gedacht, vielleicht muss ich das bei Microsoft, hätte das vielleicht eher kaufen müssen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil ich hab du hast das über Epic Games gekauft, oder? Ja, ich hab auch über Steam. Damit es gehen eigentlich. Das ist ja so ein Epic Game, aber wie sag ich, haben wir uns ja schon gefunden. Ich bin ja rein und er gleichzeitig und dann waren wir zusammen in einer Runde drinnen, also. Ach so. Ja, okay. Das ging schon, aber irgendwie kann ich ihn halt nicht einladen. Das ist irgendwie so ein Spielfehler, oder? Ja, der Kevin hat gesagt, das muss irgendwie anders gehen, ja, schaut mal nach. Der denkt, das liegt irgendwie an ihm, weil er bei Epic Games ist.
weil ich kann ja nichts machen auf der Xbox. Weil dass das immer alles so kompliziert sein muss. Aber ich weiß ja auch nicht, wie ich zum Beispiel Freunde von der PlayStation da finden soll, du kannst schon mit PlayStation-Leuten auch spielen. Da muss man da irgendwo oder eine Suche oder so gibt es vielleicht, wo man dann eingeben kann. Weil du sagst ja über Epic Games, Steam kauft, dann brauche ich ja gar nicht Epic Games an. Ja, aber das ist irgendwie angemeldet über Epic Games, auch wenn du das da kaufst bei Steam. Der hat das irgendwo gekauft bei Steam und das ist aber. Ja, das aber irgendwie von da, weil ich weiß, warum du sagst. Warum? Hm. Zum Beispiel ist das Assassin Origins, gell? Wo ich noch ein Angebot geholt habe. Kann über Steam spielen, aber ich muss es über Epic Games starten. Ja, ja, so der hat. Man muss das ja auch so machen, der hat sich genau, Steam gekauft. Genau, und das Ding ist einfach, ich habe das gesehen, aber von Epic Games gekauft, das heißt, irgendwas habe ich ja über den halt Account dann laufen, weil ich über das Epic Game so gesehen. Ja, 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 bei dem ist es wirklich so, weil der hat ja gestern das Tier über sein Handy auf Steam gekauft. Das habe ich ja gesehen. Das meine ich, weil wenn du auf Steam kaufst, dann kannst du über Steam auch spielen, dann brauchst du Epic Games nicht laden, weißt du. Der spielt ja auch über Steam, aber er ist quasi mit das, irgendwas mit Epic Games stimmt da nicht, weil das auch immer über Epic Games. Der hat ja auch gesagt, der hat sich ja dann gewundert, der hat gesagt, warum bin ich auf Epic Games angemeldet mit dem Spiel. Ach so, so meinst du, okay. Du weißt, was ich meine, aber gell? Ja, ja, das genau, ja. Und das meine ich, der hat das auf Steam gekauft, das Spiel, aber der ist irgendwie mit über Epic Games angemeldet. Weil das ist ja schon ein Jahr alt, das Spiel. Die haben das wahrscheinlich dann irgendwann über Ding geholt. Ja, oder ja so. Dann wusste ich es nicht, okay, du Deutschen weißt schon, was ich meine. Ja, ja, genau, ja. Aber das hat er gestern, der war ja gestern hier doch wegen Dominik sein Geburtstag. Und dann hat er doch gesagt, ah, ich kaufe das gleich, das schaut richtig cool aus, wo wir das zusammen anguckt haben. Dann hat er es über sein Handy über Steam gekauft. Aber ich verstehe halt auch immer nicht, warum alles immer so kompliziert sein muss heutzutage. Hier geht ja vieles immer gut, aber ich finde, das geht eigentlich gut, da finde ich dich immer, ich kann dich immer einladen, das ging nie, hat nie Probleme gemacht, gell? Aber das mit dem Scheiß jetzt wieder, da finde ich ihn irgendwie nicht. Jetzt bei mir dann auch so, weißt du, deswegen wollen wir das mal auch regeln, Scheiß. Weil wenn es jetzt doch mal geht, dann könnte ich doch mal holen, vielleicht ist es nicht zu teuer, weißt du? Ja, das kostet nur 20 Euro und das ist ja sogar die Special Edition. Du könntest mir da auch etwas was man da machen muss oder so. Ja, du musst ja bloß einen Geist fangen eigentlich, das ist eigentlich ganz cool. Du musst eigentlich nur den Geist mal jagen und fangen und die sind aber manchmal auch stark, die Geister. Der eine war zu stark, der hat dann... Das sind auch echt die Gegner dann, oder? Ja, ja, Geister sind auch echt die Leute, ja. Oh, was ist das für dich? Ja, da kommen gleich 3 Stück, Alter, was ist denn los, Alter? Behinderte die Schlange, Alter. Stirb, Alter. Fuck. Oh, Alter. Hilf mir. Soll ihn helfen? Ist mitten im Gefecht. Da hilf mir. Wo bin ich gestorben, weil die habt ganz Leben gehabt. Ja, die machen die schnell platt, Alter. Ich hab was geschossen, oder? Nee, die machen die schnell platt, Alter. Das sind Skelette, Alter, das ist richtig. Ah, jetzt kommen nur Skelette, jetzt verpisst ihr euch halt mal, ey. Was ist denn los jetzt, ey? Alter, was ist denn los, ey? Alter, jetzt bin ich draufgegangen. Da geht's ab, Alter. Skelette, Monster. Alter. So. Servus! Hat so einer auf dem Seelenschiff. Da hab mich Rominus hier angeschaut. Getötet. Charlie geschafft, oder? Mhm. Ja, hoffen, Alter. Das.
Das ist ein Wichser, ey. Nee, gut, Alter, da kann ich den Schatz da suchen. Man muss da hinten das Schatz. Aber ich spiele ja um 1 der Anaheim, gell? Ah ja, stimmt, weil ich spiele um 1 der Anaheim, Alter. Verlieren gegen eh. Tampa Bay, auswärts. Das verlieren sie eh. Das sind ja voll viele Spieler bei denen verletzt, hey. Aber schau ich glaube ich nicht an jetzt, glaube ich heute, weil sonst bin ich immer morgen müde, Alter. Ja. Ich glaube auch nicht, ich schau mal, vielleicht schaue ich es ein bisschen an, aber. Ja, schau ich so nebenbei mal. Ja. Mal schau so, dann ja. Wenn. Boah. Morgen schau ich auf jeden Fall auch das Spiel auch an, weil finde ich irgendwie interessant gegen Solon auswärts. Ich hoffe, das gewinnen sie, Alter. Ich hab da gestern. Vielleicht schaue ich auch ein bisschen Dinge rein, wenn Bock hast, vielleicht München da ein bisschen. Ja, das mache ich dann auch, ja. Ich muss wirklich sagen, ich habe echt das gute Gefühl gehabt gestern. Ich hab gedacht, gegen Wolfsburg gewinnen sie. Aber ich glaub, du sagst auch mal weit gehen, wenn es mal schon nicht so läuft, oder ja. Du denkst. Ich habe irgendwie jetzt, muss ich sagen, ich habe irgendwie ein Schätzgefühl morgen gegen München, Alter. Berlin jetzt. Ja, cool, wenn sie es gewinnen. Den Decke, den versunkenen Pier am Ufer gehen. Ja, weil sie gerade so auch selber scheiße sind, weißt du, ich meine. Ja, hier. Sich schwer tun, ja, irgendwie ein bisschen. Ja, sie kommen dann wieder, aber, oder? Ja, ja, das kommt schon wieder, ja. Vielleicht scheiße, das heißt jetzt nicht, aber irgendwie schwer tun, als du sagst. Ja. Spielen in München, oder? In München, ja. Aber es kann auch jetzt wieder sowas sein, was du sagst, vielleicht auch so, weil die zu Hause sind, dann geben sie alles da, weißt du? Ja, das kann auch möglich sein, ja. Und jetzt auf jeden Fall der Stepman drin, auf jeden Fall bestimmt. Das wäre cool, Alter, wenn wirklich, dann wirklich die München schlagen und dann wir München noch schlagen, was die, das auch schwer natürlich ist, aber dann die drei Niederlagen in Folge haben, München. Ja. Jetzt haben wir schon gewundert, ich habe schon gedacht, dass sie in Nürnberg gewinnen eher. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weißt du noch, Nürnberg war ja vorher auch nicht immer so schlecht eigentlich, kann ich auch nicht vergessen, aber ja. Da hat Berlin sogar 10-2 gewonnen gehabt, wo sie voll den Lauf hatten. Ja, ja, das stimmt allerdings, ja. Das meine ich, da war doch der Byron und das alles und Wojciech und so eine Reihe und das, jetzt weiß ich, was der hat schon wieder so Verletzungen so auf einmal. Ja, das frage ich mich auch mal, was die sich überhaupt. Ich verstehe zum Beispiel auch jetzt nicht bei Anaheim, was nur warum der Zikris sich verletzt ist, was der hat. Auch öfter aber, gell? Hat der ja. Was? Ja, das ist Licha. Schon. Alicia. Oh, die nehmen doch Alicia. Die Wahl aber so der Dings so, Conor Bedard geht jetzt nur so Kiefer, wo schaust du? Ja, ich weiß sie. Ja, das hat doch der Ding auch gesagt, der McDavid, der hat damals in seinem Rookie-Jahr, wo er angefangen hat, auch so eine blöde Verletzung gehabt. Ja, das war's mit der Energy-Karte, ich weiß schon gar nicht. Ja, das war's ja. Wie ist passiert eigentlich? Hat er Check bekommen, oder? Ich weiß es nicht, oder ein Puck, oder? Ich weiß es nicht mehr. Alter, soll ich auch sagen, voll unglücklich gestern, kennst du da wo die Plexiglas immer ist an der Seite? Ja. Da wo der Torwart halt immer so sitzt, halt, kennst du an der Bank halt, da kannst du dir schon vorstellen. Genau, ja, wo der Schaumstoff ist. Ja, dann geht der Tyronning so hin, dann schupft der Schraubin, spielt den so ein bisschen, dann ist er so auf Gleichgewicht rausgekommen, weißt du? Ja. Und dann ist es so ein Schläger, dann geht der Spieler von der Bank halt zurück, dann knallt er voll mit dem Kopf, so mit dem Kinn so gegen die Plexiglas an der Kante, Alter, weißt du? Alter. Das ist so weh. Aber dann. Hä? Das tut auch weh, hä? Sag ich dir gleich. Da musst du auch kurz rausgehen, weißt du? Ja. Dann. Alter, was ist jetzt los, Alter? Boah, Alter. Und dem geht's voll ab, Alter, ey. Schnickli. Dann ist der. Da denkt, das ist jetzt auch die Frage, weil dann später, zwei Jahre später, schafft auch Berlin ein Schraubenspieler fliegt, dann gibt es Strafe und da hat er auch eigentlich so gesehen gegen die Plexiglas schafft, hat er nichts gegeben. Ja, ja, das war auch so wie bei Wolfsburg. Wir da so ein kleines Halten, dann kriegen die Pfeifen und dann am Ende haben die zweimal Beinstellen und einmal haben sie so ein Augsburg gespielt oder voll gegen die Bande checkt, haben sie nichts pfiffen, die Dreckschiedsrichter. Ich habe auch genau da rübergeschalten. Ist auch schön, dass steht und genau da, wo ich rübergeschaltet habe. Bei dem ersten Tor wollte ich auch schon sagen, ich weiß, wo lange er geht, also habe ich auch gedacht, lass mich da dreimal am Puck kommen. Also. Ja, 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 das war auch sowas, ja. Ja, weißt du, das Rebound, aber da ist der genau hingegangen, wo der Schläger dann war, geht der Puck. Ja, das war der Ding, das war der vom der Bruder, der Sohn halt von dem. Aber schön gemacht eigentlich, wo der jetzt wieder so durchkommt, jetzt hat er gut gehalten, der Tor, ja, Steinmeier. Ja.
bei zwei Collins auch so voll mit Speed kommen, gell? Ja, der hat auch noch voll an Latte getroffen, glaube ich, gell? Ja, das war auch schön gespielt vom Hakulin, aber. Ja, die haben zweimal Pfosten getroffen im Spiel. Also, ich habe ihn da am Schluss aufgeregt, weil da hätte der Esposito auch schießen müssen, dann schießt er nicht. Da hat er wieder so lang zögert. Da habe ich so, ich glaube, so rumschreien, hat mich Vreni. Ja. Da habe ich, glaube ich, so laut hab mich Vreni noch nie rumschreien hören, so aggressiv. Das war das erste Mal gestern. Also, du hast in der Arbeit angeschaut, gell? Ja. Das ist am Donnerstag, muss ich auch in der Arbeit anschauen. Gegen München. Esposito. Nur wenn ich jetzt all die Girl mal sehen, die wieder. Es wäre mal cool, wenn die da wäre, wo ich in der Arbeit bin. Mit dem Aldi. Wieso? Irgendwie so zufällig an der Tee, weil fast jeden Tag dahin geht zu dem Aldi in der Arbeit. Das ist ja blöd, dann sehe ich sie ja nicht dir. Ist doch wurscht, dann brauchst du die auch nicht sehen. Du brauchst sie nicht sehen. Du kannst ja die heute haben, die heute an der Kasse da war. Scheiß, warum, gell? Die ist ja auch nicht. Hallo, cool. Dann nimm mal du. Wieso, ne? Die mag blond blauäugig. Kannst du die da nehmen? Oh, Scheiße! Was ist? Unser Schiff! Was ist unser Schiff? Ja, waren so zwei Fässer, sind in Luft gegangen. Ja, warum gehen die in Luft und die Fässer halt weg da? Pass halt auf auf die Fässer! Alter, ich komm mal. Was? Warte, ich lass, komm zu dir, wir kommen zu. Die waren auf dem Strand. Die waren auf dem Strand. Okay. Aber ich bin soffen, komm schon. Hallo, wer schießt da hinterm? Jetzt verpisst euch, ihr scheiß Skelette, Alter! Die flipp aus, Alter! Ihr wisst ja, ihr Behinderten! Schieß halt den scheiß Puck 6-6 raus, ey! Weiß ich noch, wo ich schieße? Zack, ich hab voll auf den Tisch geschlagen, ey! Ja, das so. War nach. Das gibt's hab... nicht! Ja, wie nummer die Nachricht. So, jetzt ist er. Der Kevin reicht raus. Bitte. So, jetzt Kevin sind face to face. So, ich brauche den Ding zu gar nichts mehr, gell? Reiß ich klar, ich will letzter bleiben. Was dafür, Kevin, reicht du wegst voll zu ihm nicht. So, ja, lass ihn halt, ja, aber der hat gar nichts dafür können. Dafür, dass ihr unseren Namen geklaut habt. Das meine ich, dass sie es jetzt auch noch, das müssen sie jetzt auch, wenn sie Sätze so rauf, dann sollen sie auch noch mal sich Panther nennen, aber. Ja, wenn Lindenstadt absteigt, dann dürfen sie sich auch noch mal so nennen. Ja, das würde ich jetzt schon machen, meine ja, ich. Ja, das haben wir alle. Warum machen sie das nicht jetzt gleich? Also, wie kommt wer mal gescheit da, ey? Hallo, so ein Ding, das ist kommen. Ja, das ist so scharf, gell? Aber ich schau doch, ich bin gerade aus dem Schlaf. Das war mal nichts weg, gell? Ärgert! Das ist schon wieder Phantomi, ich verpiss mich, weil ich musste mich. Das mit ohne Fahne ist besser. Ja, ich muss das Rätsel nur lösen. Das heißt, entdecke den versunkenen Pier am Ufer gen Nordosten. Auf diesem Land und nimm die Laterne in die Hand. Oh, jetzt bist du Phantomi. Also, ja, so gern wie so. Du. Weißt du, Februar soll ich da anfangen, kann ich dir mal erzählen, wie es war dann. Ja, erzähl mir das mal, ja. Scheiße, ich bin nicht zum Essen, ey. Scheiße, weißt du, was ich heute wieder mache? Ja, kann man es echt mal machen, mal, vielleicht kann ich dir das Pizza bringen. Ja, stimmt, ja. Das ist, weißt du, was ich wieder vergessen habe beim alten Ding.
Wir dann wollt so Milch mitnehmen. Soll ich gehen? Die Milch, die ich doch immer kauft hat, die keine Milch ist, diese Hafermilch. Die gibt's ja bei dem Aldi, bei meinem Aldi da an der Arbeit gibt's die Milch nicht. Aber hier schon, gell? Ja, bei dem Aldi, da gibt's die schon, also bei dem anderen gibt's die nicht. Die haben immer komisch, dass der Aldi immer nicht immer das gleiche Sortiment hat, gell? Ja, das ist aber Lidl, glaube ich, auch so. Ja, stimmt, das kann schon sein, ja. Aber nur, wenn das Aldi Girl ist, da gibt's die besten Sachen. Der ist aber auch fett groß, glaube ich, die letzte Woche bei dem Lidl da drin, der ist auch voll groß, finde ich, da, gell? Ja, ja, der eine ist, da ist im Kämpfer da. Ja, der ist groß, ja. So einen haben sie jetzt bei uns da. Größer als der beim Oberhausen da, oder? Also beim Senkelbach meine ich. Ja, 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 der ist schon größer. Außerdem den haben sie auch mittlerweile umgebaut, aber ich glaube nicht, geht das immer noch so. Was habe ich gesagt? Was für eine Himmelsrichtung? Nordosten. Also hier muss der versunkene Pier sein. Hallo? Ja, das alte Girl, wenn das bei mir bestimmt da bei der Arbeit mal wäre und die das sagt, würde bestimmt Reni da auch mitkommen, weil die dann sehen will. So neugierig wie die ist. Hier ist der Pier. Sag schon, dann bist du neugierig. Säffchen, gell? Ja. Die Flöckstamm. Der hat wie Mario Kart gespielt, die hat hier die Switch gestern mitgebracht. Weißt du? Ja, ich jetzt wieder mit der Foto, oder? Ja, die wollen jetzt ab und zu ist immer wieder was mit mir plötzlich machen. Mir ist es egal, aber so Ding und so fort, ist es nicht, ob sie Texte. Weißt du, die hat gestern gesagt, die bringen meine Switch mit, wenn Lust hast zu spielen. Aber ich glaube, das kannst du schon machen. Da haben wir halt ein bisschen gespielt. Aber so. Ach, so, ich aber vergessen, sag, klar ist schon mal schon komisch, aber. Ja, aber ich sag ja so, dass ich mit dir irgendwie zu Dexter gucke oder so, da muss ich von selber fragen. Weil das schaue ich nicht mit dir so an, dann weiß ich nicht, das kriegt, ist mir auch egal. Ich guck ja immer die. Boah, der Latte mich recht versichert, Mann! Was macht denn der da? Was macht denn der Wichser? Was war das jetzt? Wo bist du jetzt mit deinem scheiß Sprengpass? Scheiße. Ich hab hier nur zwei blaue Kristalle. Wo ich bin. Kommen sie wieder. Und was meinst du, was da abgelaufen ist? So Bing 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 gemacht hat. Ja, das war so Ding. Das war so Ablaufmission, weißt du, wo wir vorher mal irgendwann Kunden haben zur Lieferversion. So. Das gibt's doch nicht, Alter. Verpiss dich doch, du scheiß Skelett, Alter. Du Knochen einer Hure, Alter. Du Wichser, ey, du Behinderter. Endlich, ey. Alter, die müssen das Rätsel weitermachen jetzt. An dem Piratenfriedhof gehen Südosten sollst du navigieren und das Geheimnis auf dieser Karte studieren. So reimen. Ich nehme jetzt mal eins vom blauen Ding mit und ich lasse da liegen. Piratenfriedhof. Unten ist schon wieder eine Schlange, die mich beißen will. Ich sehe es doch schon wieder kommen, ey. Die Schlange, die beißt. Eine Schlange, die beißt, die bellt nicht. Meinst du nicht, dass das der Falco war, da wo mit Richard letzte Woche? Nein, ich glaube nicht, das sah wahrscheinlich so ähnlich aus. Der Dominik hat gesagt, er hat auch da Geburtstag gehabt, also könnte das dann auch wieder gewesen sein, vielleicht. Was hat damit zu tun, was meinst du? Ja, dann hat der Dominik gemeint, der geht da vielleicht in die Rockfabrik sich durchschnorren oder so, weil er Geburtstag hat. Was ist los?
Ich will gerne den Kernstoff speichern. Nicht schnell auf Falken. Spinne ich jetzt? Jetzt bohrt eine hier rum, also mitten in der Nacht. Wir haben ja schon eine neue. Das ist schon der. Ich bin so blöd auf, Scheiße. Aber was ist jetzt los? Wir spielen jetzt Sport in der Nacht. Aber du meinst wirklich, wenn du rausschaust, mein Gott, wir haben schon später. Und jetzt hat er mich tötet, Alter. Gnadenlos mit seiner Schere hat er mir die Bitwiesen mäßig abgeschnitten. Check it out. Oh mein Gott. Check it out. Down. Das Wasser singt da, der gleich so fröhlich. Alter, ich glaube, ich lebe noch mal lang, mein Freund. Okay. Ja, ist echt so, nur das Anti-Girl kann mich retten. Die Glocke am Anti-Girl. Ost, guck, auf dem, das muss man denken, das ist jetzt dann von bald ein Jahr her, wo wir die da gesehen haben. Was denn? Das ist jetzt dann ein Jahr her, weil wir das waren. Scheiße, was hab ich jetzt gemacht, ey? Jetzt hab ich irgendwie blöd meinen Fuß so angewinkelt, das hat jetzt gerade vollzogen. Ja, die bin einfach. Ein Jahr, glaube ich nicht, die haben wir schon gesehen gehabt, oder? Ja, doch ein Jahr. Müsste jetzt dann ein Jahr her sein. Ich meine, ein Jahr, wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben, wo uns das alles aufgefallen ist. Das war doch bei den Playoffs von NHL. Einmal von der DL, meine ich. Und dann Eishockey-WM doch auch noch. Da haben wir sie auch mal gesehen. Beim NHL. Also, das ist der höchste Punkt der Insel. Oh Mann. Ui, ja, zwei gleich. Wow. Was ist denn Fressnacht, groß? Fressnacht. Sollen wir auch noch vom Wasser? Muschi Muschi. Muschi Muschi. Das können die auch mal zu ihr sagen. Das ist ja Hallo auf Japanisch. Also, das kann ich ja trotzdem sagen. So Muschi Muschi, wo ist denn hier? Ich hab's gerade auch wieder drüber. Bettina hat mich auch schon geschlagen. Muschi. Okay, aber ich hab nicht zu ihr Muschi Muschi gesagt. Bettina. Das wollte ich gerade sagen, ich weiß doch was. Das ist kein Wunder, dass sie wieder raucht. Mein Arsch. Muschi Muschi. Nordosten muss sie dann. Die Glocke habe ich gefunden, die ist hier. Billiging. Nordosten, 6 Schritte. 1, 2, 4, 5, 6. Bingo Bongo. Bingo Bongo. Wer sagt's eigentlich immer? Keine Ahnung. Keine Ahnung, glaube ich aus so einem Kinderzeichentrick, glaube ich, irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich sagt das der Ding, glaube ich, Indiana Jones, glaube ich doch, gell? Kann auch sein, ja, ich weiß es nicht, aber. Das ist doch. Indiana Jones ist schwul, Alter. Der ist echt schwul, ja. Mit seiner Peitsche. Bingo Bongo. Bingo Bongo? Oh, oh. Oh. Warte.
Weil er hat mir dann schon mal jetzt beim Ding zu Amazon gespeichert, weißt du, so Handyhalterung. Ja, genau, schon da bestellen. Wasserschutz ist eh besser. Mit Wasser, dann kannst du. Und dann hat er gemeint, weißt du, vom Ding Bauhaus oder so könnt ihr auch schon, aber ich glaube, da ist teurer, glaube ich, als da. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Bauhaus, auf jeden Fall teurer. Das ist auf jeden Fall. Das ist Handyhalterung, gell? Ja, ja, für Fahrrad. Und die vorletzte Insel, manchmal. Oder die drittletzte, weil wir haben ja die große Schatzkugel auch noch. Mal jetzt gleich nach Westen. Wieso, da gibt es so wasserdichte, so Handyhalterung sogar. Ja, Ding. Das ist gut. Die sowas hat der Kevin auch. So, da hat er so, so ein Sichtfeld dann drinnen. Cool. Bingo Bongo. Bingo Bongo, Alter. Bingo Bongo. Könnte sein, dass es der Indiana Jones aussagt. Aber ihr habt das mal auf unsere Kinderzeichen weg, kommt das glaube ich auch. Muss ich jetzt mein Handy dann aber wegen die Größe eingeben oder ist es so Standard eine Größe immer dann? Das weiß ich nicht. Manche kannst du auch verstellen und die haben so Verstellsachen dran. Aber normalerweise müsstest du es auch verstellen können. Verstellbar 6 Zoll bis 7 Zoll steht dran. Ja, okay. Mobilhalterung für Radfahrer passt. iPhone, XR, Max, Samsung, wenn XR auch noch, dann geht's ja auch. Ja. Was? Ich denke, der benutzt sogar beim Motorrad. Ja, ich habe auch beim E-Job aus, oder Handy halt oben dran. Weiß ich bloß noch mal, ob mein kleines Handy überhaupt noch reinpasst. Ich bin auch mal gespannt bei meiner Auto-Handyhalterung, weißt du? Hey, der Navi ablesen, das geht ja trotzdem, weil das Bild ist ja trotzdem noch groß. Siehst ja trotzdem noch gut. Aber, du weißt nicht, ob das in die Verhalterung da reinpasst. Die höre ich recht gut, die Halterung, die ich habe im Auto. Jetzt muss ich so einen dicken Schaumstoff nehmen. Also wie so Klappe ist das, weißt du, die kann man dann so... Okay, cool. Okay. Da tue ich mein Handy dann so rein, weißt du, das ist dann auch gut. Der hat also Schütterung-Ding und da steht auch dran. Da kannst du drehen auch, quer und so auch. Ah, okay, das ist ja cool. €15 kostet das. Ja, das ist gut, ja, dann nimm die. Das ist sogar besser, weil auch wenn sie mir schicken, weiß ich nicht, wie das ist, weil da ist. Ja, stimmt. Ja, den nehme ich, glaube ich. Ja, nimm den schon mal Bewertung genau an. Muss ich auch immer noch machen, bevor. So. Muss ja so lesen, gell? Ja. Ich bin begeistert, steht drauf einer. Okay. Ich muss mein Handy bei Radtouren im Regen nicht mehr mit einer Plastiktüte schützen. Das muss ich auch nicht machen. Ja. Ich habe die Halterung zwar noch nicht ausprobiert, aber sieht alles sehr wertig aus und ist einfach zu montieren. Okay, gut. Besonders froh bin ich, dass ich meine Powerbank anschließen kann. Ach cool, das kann ich auch machen, ja, oder? Cool, das kann ich auch machen. Cool, ist ja cool. Das ist cool.
Herrgott, wo ist denn jetzt Dienst? Die muss doch vor uns jetzt auftauchen. Bei Touchscreen kann ich trotzdem bedienen. Ist gut. Ah, okay, das ist ja cool. Das war das Raulicht auch ohne Regen, ist vor Staub und geschützt, sagt er dann. Ja, das ist ja cool. Die Halterung ist 100% wasserdicht, einmal richtig am Lenker fixiert, hält die Halterung bombenfest. Der Neigungswinkel könnte noch weiter gehen, insbesondere wenn die Sonne von hinten drauf scheint. Aber auch im starken Dauerregen hat das Laden immer funktioniert. Cool, sind halt alle zufrieden. Ja, das ist gut dann, ne? Ja, toll, ich bin ja schon vorbeigefahren an der Scheißinsel. Hast du so viel, wie soll ich denn sehen? Warte, nach Nordosten muss ich wieder runter zurück. Ich denke mir schon die ganze Zeit, muss doch jetzt kommen dann. Nein! Herr Kaisermann! Oh. Alter, warte. Das ist ein Hund, ey. Der Geist ab, Alter. Nee, dann schau ich doch, ich hab's auf Seite erzählt, dann bestell ich's doch lieber selber, lieber vorher. Ja, ich bestell selber, ja. Der sah jetzt auch gut aus. Ja, das ist gut, ja. Macht das auf jeden Fall. Der Geist an, der Geist an! Oh, Alter. Mach mal du mal für einen Kurz, die bestellen noch was schnell. Nee, dann mach ich mal so. Was habe ich bestellt? Dienstag kommt's, Alter. Ah, okay, cool. Ja, mach das so, ja. Also, sonst brauch ich's eigentlich nicht, weil du für das halt für die Wege dann. Ja. Das ist Einrichtung eines Passcase. Da machen wir es nicht normal, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich noch nie gehört. Ja, dass man schneller sich einloggen kann, stand dran. Echt, oder? Kann ich gar nicht.
Ja, weil du wahrscheinlich mal angemeldet bist schon, gell? Ja. Das hier gehen. Irgendwo muss hier auch immer sein, da müssen wir Lieferungen holen. Auch bei dem bestimmt. Ich will das Prime gar nicht machen, da kann ich mal gar nicht hinklicken aufs andere, das ist Scheiß. Was muss ich machen? Ich gehe zum Beispiel zur Kasse, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du bestellst auch manchmal. Hier steht dann Normallieferung, aber ich komme auf das nicht hin, auf die Normallieferung. Okay. Und was zeigt sonst? Da steht 30 Tage kostenlos Prime. Ja. Aber nicht, dass dann dran bleibt, ich will jetzt auf das Normale hingehen, dann geht's aber nicht, weil ich mich rüber switch. Okay. So, warum denn? Auch mal bescheuert, oder? Dann administrierst du die Teilnahme mit Amazon Prime. Die kannst du ja machen, da kann man sie kündigen, glaube ich. Ja, das ist ganz schön wie du kündigst. Okay. Lass mich schon mal da runter noch. Ah, jetzt kann ich es machen. Jetzt ging's, oder? Ohne das Prime machen. Okay, gut. Ja, machst du ohne. Dann kannst du auch noch Mittwoch, Dienstag. Ah, okay, gut. Ja, ich wollte sonst sagen, wollen sie 8 Uhr nochmal, was ich schätze, das ist so oft. Ja. Ne, passt. Ich mein Handy nur den Akku schnell, bin gleich da. Das war fort, Mann. Das muss doch hier irgendwas sein, oder? Hier. Mal schauen wir nur. Ach nee, ich grab die ganze Zeit an der falschen Stelle. Das muss hier sein.
Da oben geht es weiter. Ah, unten muss nur unten sein, okay. Irgendwo noch hochgehen. Jetzt hat. Hallo. Ich habe ihn nicht gefunden. Nee. Sorry, mein Freund. Wir haben ein Problem, kein Problem. Jetzt gehen wir mal da hoch, da müssen auch noch ein paar Dinger sein. Ja, jetzt habe ich es dann jetzt noch geholt. Ich habe jetzt nochmal E-Mail nur nochmal nach. Es stand schon dran. Ich weiß noch, was sie dann schicken. Wahrscheinlich hätte jetzt so eins, was ich bestellt habe. Ja, ja, das glaube ich auch nicht. Ich kann es ja mal auch angucken. Ja, ich halt zwei so als Ersatzer und so. Ja, das gehört eh nicht mir dann, weißt du? Die haben ja gesagt, das muss ich dann nie zurückgeben. Also ja, mal. So, ja. Ich habe auch so schwarze Farbe geholt, ich will nicht so orange nehmen. Ja, ja, genau, das brauche ich. Und ich kann ja auch wenden, weißt du, halt drehen und so weiter. Für den Navi ist es cool dann. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ne, cool dann, jetzt brauche ich aber nur noch das. Aber jetzt habe ich geschaut, die Powerbanken hat zum Beispiel auch so teuer, da kannst du das Tattoo auskleiben, da kann ich es live von hier holen. Ja, ja, selber, kannst, ja, genau, da kannst du hier eine holen. Powerbanks. Da habe ich geschaut, die kosten auch so 30, 35, glaubt da. Okay, ja, das ist nicht so Ding, aber auch, ich habe gedacht, ein bisschen billiger, weißt du? Ja. Hab ich gedacht. So, mein Freund, was müssen wir hier machen? Schätze suchen. Ja, das hat Brenner. Ich hab mich weggesprungen. Beim ersten Schluss hab ich voll Glück gehabt, er ist aber an mir vorbeigeflogen, ganz knapp. Wieder rück. Da ist er weggesprungen. Sagen wir alle her, gut. Okay, gut. Da liegen nur irgendwo, ich glaube, drei so blaue Kristalle, glaube ich, auf dem Haus. Ich glaube, die weiter vorne, glaube ich, auf der Insel. Boah, Alter, was ist jetzt passiert, ey? Alter. Oh nein. Das hat auch für mich gutes Geld, weil die sagen von Freitag an, weil Freitag habe ich genau früh auch noch, weißt du? Ja, das ist echt gut, ja. Kann hier sogar nach Hause noch vorher. Locker. Ja, stimmt, ja. Jetzt haben wir es schon geschafft, die können wir wieder fahren von der Insel. Das ist auch so, das könnt ihr, wenn ich wie du jetzt weil könnt ihr gar nicht planen, weil ich muss immer meine Schicht zwei Wochen vorher denen nicht geben, weißt du? Ja, ja, was stimmt, ich mache. Ja, das ist voll bescheuert, ja. Hat am Telefon gesagt, so schnell, das könnt ihr ja gar nicht machen, ja, oder? Ja, das könnt ihr gar nicht, ne. Ja, wegen dem. Kannst du denen sagen, ich komme da und da und bei mir weiß ich aber, dass ich da Wochenende zu feiern ja, habe, weißt du? Stimmt, ja. So gesehen jetzt. Ich seh dich. Boah. Spreng fast. Pass auf hinter dir. Boah, Alter. Also, wieso schon, Alter? Weiß ich, hab gar nichts mehr zu essen. Das war voll blind.
schwimmt er da so fröhlich dahin. Jetzt kommt er aber da links auf, weil ich auf einmal war. Scheiße, ich hab kein. Also da oben könnte vielleicht mal was zum Essen drin sein. Nee. Ja. Auf jeden Fall will ich mal die Storys auch mit dir machen da drin, aber. Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Nee, ich will auch mal das Athenas Fahrten, aber das dauert so ewig, Alter. Auf Level 30 ja, Alter, das sieht voll Länge. Das ist ja so ungefähr, Alter, wie lange das jetzt schon wieder dauert, Alter. Das dauert jetzt schon wieder bestimmt 3 Stunden, spielen wir schon fast wieder. Ich meine, das ist immer so, gell? Okay. Ja. Das ist ja aber extrem für dich, Mann. Ja. Ja, okay, wir spielen 2 Stunden und ein paar Minuten, aber das werden ja nur 3, fast. Sind ja noch nicht fertig, wir müssen ja jetzt nochmal zu einer Insel. Da müssen wir nur die Dinge aufs Maul hauen. Ja. Das hier ist ja wieder da. Ich weiß bloß noch mal, wo die ist. Schau mal, wo die ist, die andere Insel. Hallo? Hallo? Steht da oben? Schaut nicht. Ah, da, okay, ist sie. Scheiße. Na, was? Nur das weiß man, Freund. Wenn ich den liefer, komm schon schön runter, da komm ich nicht hoch. Nö, ich komm eh immer runter, ich geh den eh immer gegen die Lieferanten. Ja, meine, ihr kommt mir auch entgegen. Dann. Nö. Nur ins Altigall kommt. Und dicke Trinkgeld will ich haben. 2 Euro kann ich haben. Hä? 2 Euro kann ich haben. Schmeiß hinter dir her, ey. Wo oh, ist der Nordosten? Ich glaube, ne? Auch die ganzen Leute zusammen, die mir nur 2 Euro geben, schatz einfach, geh. Okay. Der Markus macht auch manchmal sowas. Nimm mein ganzes Geld, was ich sammelt habe, nimm's, wenn es wichtig ist. Der fährt aber ich brauch's natürlich zurück. Mit dem Auto für Asia City manchmal aus, weil schon er frei hat. Der hat's einfach vergeben, weil Leute gar kein Trinkgeld, das sind wieder voll Assi. Ja, weil den soll ich jetzt selber machen, aber das ist trotzdem ja. Scheiß Job jetzt nicht, aber ich meine, so trotzdem schwer, weißt du, das zu machen. Ja. Aber so Wetter, mein ja, Fahrrad, oder dann gebe ich es auch immer. Leute, weißt du, wenn du was zum Essen wollt, sollst du selber irgendwas machen oder selber wohin gehen. Aber die. Nimm dir extra Zeit, weißt du? Ja, da hilft das mir wieder Richard an. Jetzt genau, wenn die Dinger wieder kommen. Immer wenn irgendwas ist, gell? Ja, das war der Richard, ja. Alle, die haben uns getroffen. Oh, Niki, pass auf, hilf mir. Geh runter. Ich glaube, die müssen die Scheiße zumachen da. So, irgendwo Loch drin sein, oder? Halt jetzt, Alter. Ich hab 50 Mal getroffen jetzt, Alter. Ja, geht's unter hier. Aber deck nach links, deck nach links. Warte, ich bin unten noch. Deck nach links. Schau, da kommt die Insel, Alter. Gehen sie unter, glaub ich, oder? Nee, noch nicht. Ja, schießt, denn.
Doch, doch, die gehen unter, oder? Schießen wir einmal. Die gehen unter. Ah, okay, gut. Sehr gut, mein Freund. Ich hab voll ihr Ding, dafür drauf gezielt. Ja, sehr gut, Alter, sehr gut. Da kommt nimmer Lab mit, weißt du? Ja. Sehr cool. Ja, hol das mal. Legendäre. So, wenn jetzt zur Musik kommen, gell? Denk du mal, dann schau mal nach oben, was ist. Schau mal, schon raus. Das ist zu weit. Genau, genau. Ah, ah, da, ja, okay. Das kommt doch gut. Also von rechts, rechts hinten, genau. Das ist ja so kreisförmig, oder? Das ist aber so die gesuchte Hure getötet oder was? Gestiefelte Kater. Jetzt ruf ich da mal kurz nochmal den Richard zurück. Sag bloß, dass ich da nicht mitgehe, weil der hat mich jetzt angerufen. Oder dass der Bescheid weiß. Jetzt weiß er schon vom Zeitbezirk. Ja. Also, warte, ich gebe. Ich ruf mal schnell an. Aber fahr noch ein bisschen länger, dass ich dann hinkommen kann. Ich bin ein bisschen hin, mein Freund. Bin ich ja schon so gut dran. Aber es war okay, ruf du an. Ich hol es dann von dir. Ja, okay, warte. Mach's, mach's ruhig. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt los, Alter.
Alter, jetzt bin ich wieder da, Alter. Hallo? Ja, was? Ah, okay. Du bist schon noch da, ich hab gedacht, du bist schon abgehauen. Ich fahr schon zur nächsten Insel da jetzt. Okay. Sehr gut, ja, geradeaus. Dann kommt sie, da muss man noch Piraten auch mal. Ah, der Richard hat doch noch gefragt, weil der doch da irgendwie auf der Hochzeit eingeladen ist im August. Und ich habe zu ihm gesagt, vielleicht können wir mal im August auch was anderes mal machen. So mal wegfahren oder so, weil ich will doch mal nach Schweden. Und ich kann ja immer bloß im August. Und dann hat er gesagt, vielleicht will er ja da mitfahren. Ja, was meinst du Hochzeit? Ja, weil er auf der Hochzeit vielleicht da eingeladen ist im August. Dann hat er gesagt, ihm ist das aber gar nicht so wichtig. Weil das ist immer so gewöhnlich Hochzeit. Weil ich sage auch, ich würde auch nochmal auf Hochzeit gehen. Das vom Setup, das war auch nervig. Ich sage, hey, das Einzige, was ich halt mache, da mit Kurt zum Standesamt fahren und dann wieder nach Hause. Aber auf seine Hochzeit will ich nicht rumopfen. Das ist mir manchmal so ein bisschen zu blöd. Ja, so viel los geht denn. Ja, und dann beim Setup, okay, vielleicht beim Kurt ist nur Ding, die sind alle ein bisschen erwachsener und älter. Aber beim Setup waren die alle so jung. Der ist ja jünger als ich, weißt du. Das hat mich dann ein bisschen genervt. Na, das heißt, vom pass auf, alle Faschis jetzt, Lala! Hallo! Alter, hey! Alter, hey! Fahr doch zu dem Steg hin! Die stehen! Ja, jetzt sind sie noch! Alter, leck mich am Arsch, der fährt rum, hey! Ja, nach Schweden, oder? Gehen wir. Ja, will ich unbedingt mal für 2 Wochen. Ja, im August. Weil das ist immer das Einzige, wo wir am meisten Zeit haben von der Arbeit her. Da habe ich mal geschaut, wenn man jetzt vom 10. August und dann 2 Wochen da ist, dann kostet es so 1400 Euro mit Ferienhaus oder so. Das geht ja eigentlich. Also ja, das ist eigentlich gar nicht so teuer, aber jetzt müssen wir uns erstmal ins Betrieb anschauen alles. Alter, jetzt packt der hier voll in der Pfanne. Könnt ihr mal machen, eigentlich, gell? Ja. Dann nehme ich die vom Aldi mit. Aldi, gell? Merke ich mit der. Sind wir hier in der richtigen Insel eigentlich, oder? Du kannst mal so viel Urlaub bist du auch nicht gefahren, aber. Ja. Und ich muss auch sagen, klar, ich fahre eigentlich auch nicht so gern und so. Aber ja. Dann habe ich mir gedacht, das stimmt, das könnte man eigentlich doch mal machen, bevor wir immer hier und so. Aber das kommt doch drauf an, wir müssen jetzt ja schon mal schauen. Aber bei mir ist wirklich, ich kann August keinen Urlaub nehmen bei mir. Ja, das ist immer das, bei mir geht halt August am meisten immer. Und jetzt haben wir Ostern ja auch noch so einen Zwangsurlaub. Sonst hätte ich mich auch gefragt, gell? Ja. Ich könnte August nehmen, aber die nehmen erst die, wo Kinder haben, weißt du, bei mir. Und bei mir ist jetzt auch Ostern, haben wir jetzt auch so einen Zwangsurlaub gekriegt. Den müssen wir auch nicht. Deswegen habe ich jetzt nur noch 11 Urlaubstage, die ich verplanen kann, so für mich selber. Sonst hätte ich vielleicht, wenn ich es planen könnte, sonst hätte ich gesagt, im September hätte ich zum Beispiel auch frei. Ja. Aber das ist bei uns immer. August nehmen wir immer alle, weißt du? Das kriege ich immer dann nicht. Das ist wie bei mir, okay, wir haben ja eh August zu, aber. Und jetzt haben wir am Ostern auch noch zu, hä? Hey. Über Ostern. Denkst du ja auch noch, dann. Entschuldigung, dann wäre September sogar noch billiger wegen Reisen nochmal, weil August geht hier mal. Ja, genau. Und für das ist sogar gut, wenn es August so kosten geht. Ja, das aber ist glaub, gut. Aber ich glaube, umso früher das Buch schon, umso billiger ist, glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Deswegen ist immer so, wenn zum Beispiel jetzt im Sommer dann das Buch stand, ist zwar schon geht auch noch, aber Schweden, manchmal gehen die 300, 400 Euro hoch. Ja, und Schweden ist nicht, weißt du, das ist nicht so Touristenziel immer, weißt du, die wollen doch immer dahin, wo es warm ist, nach Italien und so, das ist natürlich teuer. Weißt du, ans Meer. Das ist, glaube ich, auch nicht immer billig, gell? Ja, weil da wollen ja auch immer viele hin, weil das Meer ist und so. Aber da, wer will denn immer nach Schweden? Da oben ist doch nicht so toll und nicht so warm und so. Da schauen sich das auch schon Leute an. Aber ist auch schön, okay, aber nicht 80%, glaube ich. Ja, da gehen nicht so viele, weil du hörst doch immer, wenn die sagen, ich gehe in Urlaub, ja, ans Meer will ich, ans Meer. Meine Mutter liegt am Meer, wenn sie braun ist. Das beleidigt mich, wenn die Leute gehen. Aber kannst du mir mal ein Foto schicken oder so? Ich kann mal sehen, ja mal. Das sag ich dir dann schon noch, wenn wir gehen. Da mach ich auf jeden Fall ein Bild. Der Bulle.
alten Video. Hätte die Möglichkeit, mit dir kennst, wenn man so wie weit so Geld hätte, hätte ich einfach hier so Baseball gemacht. So, ja, ja. Oder so, weißt du. Alter, jetzt haben sie mich wieder erschossen. Oder irgendwas. Ja, ja, sowas nach Amerika, ja, so würde ich so, auch mal gern. Ja, so zum Beispiel 3, das hätte ich zum Beispiel ausgezogen, die Kohle hätte mehr als. Ja. Ja, der Richard geht auch nicht dahin heute. Weil das kostet 35 Euro, leider brauchst du ein Ticket auch. So, keine Eintrittskarte. Oh, dann hat er auch gesagt, er weiß auch nicht. Und dann ist es immer so kalt, der hat auch keinen Bock in der Kälte mit dem Fahrrad reinzufahren. Da wohnt jetzt zwar näher dran, weil die Schrottfabrik bei ihm in der Nähe ist jetzt. Für mich ist es der gleiche Weg wie in die alte, aber der hat auch keine Lust. Zum wegen Schrottfabrik aufgemacht hat, gell? Ja, ja, das, aber die ist so klein und gefällt uns nicht so. Letztens waren wir auch wieder drin. Irgendwas fehlt da einfach. Da ist immer alles so eng. War nicht so, oder? Ja, weil die größer war, die ist so klein da. Da hocken, da bist du gleich bei den anderen Leuten auch. Weißt du, es ist einfach zu eng da, wenn da so viele Leute wie letztens drin waren, dann ist das gleich, dann kommst du immer gescheit durch und so, dann. Das ist einfach irgendwie, weiß nicht, das war an der anderen Rockfabrik schon cooler. Ja, besser als gar nichts zu sehen, gell, aber. Ja, ja, so, halt Ding. Aber. Was ist da gemacht eigentlich da unten? Da ist gar nichts mehr, oder? Nee, das ist ein Scheißen ab, glaube ich. Weil das, der Inhaber, dem das gehört, der wollte nichts machen für Brandschutz und so und dann. Da darf nichts mehr rein. Ich weiß nicht, was mit dem Fitnessstudio ist, aber da unten kommt nichts mehr rein auf jeden Fall. Alter, jetzt kommen sie alle hier. Nee, da bin ich hier. Da habe ich letztens gesehen, dass so ein Zirkus da aufgebaut hier. Ja, ja, außen, ja. Das war immer auch. Das hat mir auch gesagt, das war doch immer beim Lehrer, hab ich da. Ja, der ist öfter auch da. Da war ich nochmal mit der Nicole in der Rastfabrik, da war der auch mal da. Der Zirkus. Was denn? Der Zirkus, da wo ich mal mit der Nicole in der Rockfabrik war, war der auch auf dem Gelände, der Zirkus. Also. Ich glaube, das ist auf dem Blärer, ist ein anderer Zirkus. Da gibt es, glaube ich, nochmal einen, der manchmal kommt. Diesen ist Jackie auch mal gar nicht. Die haben sich doch mal sehr zu voll laut gesetzt, aber irgendwie haben die doch mal Beschwerde gekriegt, den Zirkus, dass sie es eigentlich nochmal machen dürfen. Dann kommt dieser Moskau-Zirkus aber immer jedes Jahr, gell? Ja, der hat aber, glaube ich, Tiere, das weiß ich jetzt gar nicht. Was denn? Ob der Moskauer Zirkus Tiere hat. Das weiß ich auch nicht, ne? Ja, aber wenn das nur Menschen, wenn das nur Menschen sind, dann ist es okay. Manchmal sind Tiere halt verboten, aber auch nicht bei jedem, glaube ich. Scheiße, jetzt kommen Goldene und wir haben keine Wasser. Stimmt, ich habe heute keine Käfige gesehen draußen, ja. Wo ich manchmal am Fahrrad. Das war genau da. Aber ich glaube. Wir sind Krieg, mein Freund. Da ist kein Wasser in der Nähe, Alter. Ich dachte, vielleicht ist da noch irgendwo ein kleiner. Oh. Reicht der Palte. Was ist denn Scheiße? Ja, die brauchen eh fett lang, Alter. Die müssen noch ein Wasser voll machen, eigentlich, Penner. Aber hier ist ja nirgendwo Wasser. Wie viele sind das? Sind das 5 Stück oder was? Das sind ja 5 Kapitäne, oder nicht? Aus dem Weg! Was hat der da? Was hat der so einen blinden Kopf mit so einem Schlangenkorb da? Such mal, das Dreck was. Rennt er mit so einem Schlangenkorb da rum und sagt aus dem Weg? Dabei hat es gar nicht. Ich hab gedacht, da ist schon ein Sprengfall. Ja, der muss schon weg ganz Zeit. So, dann sehe ich mit so einem Ding, wie ob man so ein Sprengfass hält. Da läuft halt so ein Schlangenkorb durchgehen. Ui, was ist jetzt passiert? Jawohl, Alter. Ich hab war getötet. Gut, Alter. Ich hab zwar selber Kopf hat, aber 2 Totköpfe hab ich dafür bekommen. Sehr gut, Alter, sehr gut. Ich hab den Sprengfass gefunden, cool. Ja, gut. Ich glaub, du hast mehr tötet, als weil hier nur noch einer rumläuft. Die Powerbank ist es so ein Ladeding, oder? Wo man so laden kann draußen. Ja, ja, oder? Die kannst du halt aufladen zu Hause und dann kannst du mal mitnehmen. Dann kannst du dein Handy halt so laden. So, halt kurz so laden, dass halt dann wieder Energie hat zu ziehen, gell? Ja. Das ist wie ein Akku, den halt mitnimmst, eigentlich zu sehen. Und dann kannst du halt da noch laden. Ich finde die Totenköpfe so gar diese Kopfhörer, gell, wo ich hab so immer lade diese im Kopf, ja, ja, genau, ja. Dann
Ich wollte dann immer so Musik hören, weißt du, und wenn die Wände kann ich ja machen eigentlich dann, gell? Ja. Trotzdem. Ja, ja, auch mal Taylor Swift dann. Taylor Swift, Alter. Den Film schaue ich schon noch an, Taylor Swift. Das müssen wir zum Ausposten, mein Freund. Da müssen wir so oder so. Nee, nee, wir haben noch die große Truhe auch noch danach. Ja, verreck halt ja, jetzt, die... du! Was da? Aber wir müssen, wir müssen eh zum Ausposten. Ja. Da schon nein, aufgreift, da muss man schon was abholen. Da schon so angreifen. Ja, das war der alte Haus, dann wo die Frau schon mal. Die kann Speck tun, aber wir müssen nichts mehr abholen. Das ist das Letzte, was wir machen müssen. Dann gehen wir aber lieber zu dem Auspost, der ist gleich in der Nähe hier. Ja, den greifen wir allein jetzt. Weil dann gibt man. Ah ne, der ist gleich da oben schaut, dieses Century. Okay, gut. Da gibt man die Sachen da wenigstens auf, die wo wir jetzt haben. Ja. Ich hab. Ich finde die Totenköpfe nicht. Ja, doch, warte mal, ich drehe mal das Schiff, dass ich dann zu dir hochkommen kann. Die sind da, wo wir gerade gekämpft haben. Da habe ich das so hochgejagt. Okay, ihr habt noch einen zu kriegen hier. Ja, endlich, ey. Schau doch mal rum. Bleib du mal deine, dann seh ich's wenigstens durch. Ein Totenkopf hab ich. Ah, hier ist einer. Hier sind sie alle. Die liegen hier, okay. Ja. Doch zu weit. Kann ich sehen, Alter. Alter. Jetzt kommen schon wieder so schwule Skelette. Boah, einer mit dem legendären mit so einem Sonderband, Sprengfass, Hemdfass, Fennfass, Schwarz. Oh. Okay, bring die mal schon runter, aber ans Strändchen. Ich hab dich schon gesehen, wo ich seit nicht rausgekommen habe, wo ist der hingeflogen hier? Was steht aber auf mich schon, Alter? Hast du gefunden, aber die Skelette da? Ja, ich hab sie alle gefunden. Ja, komm schon mit dir, wenn du weißt, wo die sind, gell? Ja. Schiffern. Schön, das ist nicht so gedreht, ey. Ich dreh mich hier schnell mal mit dem Schiff hier raus. Und jetzt schau ich schnell, wo die Insel ist. Ah, jetzt müssen wir wieder zu der Insel zurück, wo wir vorhin waren. Toll. Und die letzte Truhe holen. Weißt du, was ist? Alicia. Hui, jetzt geht's die beiden Totenköpfe holen. Hinter mein Freund. Den Wetter wieder her. Alicia. Hab ich eine Tasse gekauft, wo die drauf ist. Das war blöd, dass die nicht zwei Köpfe nehmen, gell? Das können sie auch mal machen, ja. Da passt nur zwei Köpfe in die schwule Hände. Ja. Da können sie auch in die Hosen stecken. Oder irgendwie so Rucksack, gell? Dass ja. Er mitnimmt. Und schon wieder so Fick-Wichser. Schau, ich sehe, wie viel wir schon haben, gell? Ja, einen Totenkopf muss man noch holen, gell? Hey, warte, Junge, ich stirb halt, ey. Da unten ist auch was gezeichnet, das ist auch nichts, oder? So alte noch. Nee, das habe ich gerade eingezeichnet, das ist das Grund, da ist unsere große Schutztruhe. Da, wo wir gerade herkamen. Bist du? Eine Insel müssen wir noch hoch, eine Insel müssen wir jetzt noch abfahren.
Das sind so große, da sind so die Schatz. Ja, sollen wir es dann gleich mitnehmen, oder? Das große. Ja. Boah, Alter. Wo sollen wir die paar Dinge abgeben erst? Ja, wir können auch die große holen, wenn du willst. Aber wir können auch da an den Außenposten vorbeifahren. Aber an den Außenposten fahren wir nicht vorbei, gell? Ich muss mal ein bisschen hoch, aber ist nicht so weit. Da sind wir nämlich herkommen, da müssen wir wieder zurückfahren, nämlich da. Weil da ist die große, da ist die große Schatztruhe. Da fahren wir jetzt nach Norden und geben das Zeug schnell ab, oder? Mhm. Und dann holen wir lieber die letzte Truhe. Wir schaffen hier lieber, oder? Ja. Ja genau, da habe ich eingereist nach Nordwest die und dann da holen wir die letzte Truhe, würde ich sagen. Ja. Chip Web Bang. Nee, cool, aber da ist ja das meine ich ja, weil wir jetzt eben morgen frei haben, dann ist cool, da kommen wir, da macht sich zu spät was aus. Ja, das macht dann nichts aus, ja. Ja, weil es der Grund ist, du spielst, weil ich die Batterie warte mit 2.6.15. Ja. Dann hab ich schon auf Twitter, was nicht live, dann wirst du doch schon nicht, weißt du. Ja, dann haben wir rumprobiert und dann hat es nicht gegangen. Dann hab ich gedacht, komm, probieren wir es einfach mal so und dann ging's. Da war es halt lustig, dann hab ich gesagt, immer, aber wir müssen das erst anders rausfinden. Das macht so keinen Spaß. Halt, so macht schon Spaß, aber es ist halt blöd, wenn man sich immer, wenn wir immer gleichzeitig in der Lobby rein müssen. Und was ist, wenn man dann doch nicht gleichzeitig in der Lobby reinkommt? Man muss schon mal raus, das ist ja bescheuert. Ich bleib schon mal immer in der Lobby drin, oder? Sehen. Ja, ja, das war die ganze Zeit dann, ja. Außer einer von uns beiden geht dann raus. Da kann es sein, dass halt mal Geist löscht. Da waren jetzt zwei andere dabei, danke. Ja, drei andere. Einer ist begeistert, zwei andere, ja. Nur. Und dann hast du dann... Und dann kannst du halt, du kannst ja bevorzugen, dass immer Geisterjäger bist. Das kannst du auch vorher einstellen. Ich hab halt beides so zufällig, ob ich Geisterjäger oder Geist bin. Deswegen war ja einmal Geist. Also leicht mit Geist finde ich auch. Nee, ist auch nicht so. Außer du hast den keinen Krieg und kannst schon besser die Geister, glaube ich, heben. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht kapiert. Und manche haben ja auch noch Versteck, glaube ich, mit dem Geist, gell? Ja. Da gibt es ja so Spiel sogar, gell? Von dem Gott, was du so offen lässt. Ja, ja, also, das ist ja auf Englisch. Und das ist ja schon so alt. Okay, das ist ja cool, das habe ich ja immer gespielt. Das ist ja cool, aber ich verstehe nicht, warum sie da nicht Neues rausbringen mal. Ist immer so, Indiana Jones kommt wenig raus, Ghostbusters finde ich, bringen immer irgendwie nur... Indiana Jones kam kein Spiel raus, kennst du, oder? Ja, nur so auf der Xbox damals, auf der alten. Stimmt, das ist recht. Tomb Raider, kennst du, wollte ich auch sagen, wo ich das, die drei Teile... Ich hab jetzt gedacht, die sind nur zwei Teile, die haben ja auch drei Teile, ja, gell? Ja, das ist voll cool, ich hoffe, ja, wenn man kauft, da kommt nochmal ein neuer raus, mal. Nochmal, was meinst du? Ich hab gedacht, da kommt noch ein dritter Teil, ein vierter Teil raus, aber der ist dann irgendwie doch keiner rauskommen. Mein Herrgott. Mein Herrgott. Alter, warte, ich geh runter. Da waren wir jetzt viel zu schnell, ich wollte eigentlich gescheit dahin fahren. Ich muss noch mal drehen. Aber Tomb Raider, das ist schon cool, die Spiele. Der erste Teil hat mir auch so gut gefallen, weil im ersten Teil spricht die Nora Tschirner, die Tomb Raider, diese Schauspielerin da. Die hat das eigentlich ganz cool gemacht. Also hast du schon mal gesagt, ja, in den anderen zwei Teilen hat die Nora Tschirner die leider nicht mehr gesprochen, aber die macht es auch nicht schlecht. Die andere dann. Aber auch cool gemacht, so wie Uncharted so ähnlich, ja. So gemacht auch. Das ist auch so actionreich, finde ich. Ja. Das Spiel. Ja, die sind schon coole, die Tomb Raiders, da kann ich echt nichts sagen. Die neuen, so wie der neue Film, der ist auch nicht geil. Mit dieser schwedischen Schauspielerin da. Also habe ich doch angeschaut mit dir, was stimmt mir? Ja, der hat mir auch voll taugt, der war echt cool, der war besser als die von der. Was war's das, oder? Welche Schauspielerin ist das? Das ist so, das war, ich weiß gar nicht. Das war immer das, wo ich den Aufsteller hier in der Wohnung auch gehabt habe.
Ja, Alice da, glaube ich. Ja, ja, genau, oder? Ja. Da hab ich auch immer gedacht, wie Kana oder so, ja, genau, heißt ja. Die, oder? Ja, da hab ich auch immer gedacht, da kommt da auch nochmal ein Teil raus. Das ist zwar auch cool, das ist das, Alter, was ist los? Was ist los? Oh, so rumglitscht, da bin ich voll Wasser, glaube ich. Das ist halt der glitschende Bubi, Alter. Ja, weil ich so viel neben. Weil ich halt so viel Nebensachen laufen hab. So wartet es auch. Wo ist denn die scheiß Treppe jetzt hier? Komm hier nochmal hoch, Digi. Ich dachte jetzt schon, die. Weil ich eigentlich schon richtig warst, du bist doch noch mal beigeschwommen, ich glaub ich. Also hier. Weil hier ist auch eine Treppe, hier. Da. Das ist so eine Scheiße, gell? Da, wo ich stehe, ist auch ein Leiter. Da bist du, glaube ich, vorbeigeschwommen vorher, oder nicht? So eine Scheiße, hab ich gedacht jetzt. So, oh, wo ist das Platz hier, Alter? Ja, Gott sei Dank, runter, ey. Alter, wie viel Zeug liegt denn da unten? Jetzt falsch, gell? Ich gebe nicht alles ab, ey. Dafür wird jemand... warte mal, stell dich mal hin, wir machen ein Foto. Nee. Wir machen ein Foto jetzt. Hab ich schon viel mehr gehabt, mal. Das ist nicht mehr. Ja, das hat der Kevin nicht mehr geholt, gell? Sag mal, alles anstatt, dann machen wir so ein Foto, ey. Komm mal, Alter. So viel, das war dann auch nicht so, so übertrieben, weil so viel war das auch nicht. Das spielt er immer nie mit, hey. Aber schon mal merkt, aber muss ich auch so sehen, manchmal dem anderen Sachen auch schon mal mehr. Aber haben wir doch Goldsachen mehr bekommen manchmal. Ja. Über. Ja, mit dem Video auch, das spielt, das war jetzt lange nicht mehr dabei. Ja, das spielt so. Mal, ne? Manchmal spielt er mit, mal nicht. Nein! 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 Pizzabrot unten ist eine Pizza. So haben sie eine Jell gemacht, sage ich dir gleich. Ja? Mit zwei Spiele eine Jell gemacht. Gegen Ding habe ich 5-2 verloren und gegen Florida 4-0 gewonnen. Aber wie läuft es überhaupt nicht? Gut, oder? Eigentlich ganz gut, ja. Aber ich habe sogar ein Spiel morgen gespielt, mal rein, das ist zu mir, habe ich doch gesagt, mache ich diese Woche nicht. Stimmt, das hast du gesagt, ja. Nein! Hab ich auch 2 Wochen am Stück mitgemacht, letzte Woche. Ja, stimmt, da strahlen wir mitgemacht, ja. Reicht eh, gell? Ja, also das ist die Aschentruhe. Wollen wir die aufmachen mit dem Aschenschlüssel? Nee, oder? Ja. Also. Gebe ich so ab. Uns ist immer wichtig, dass wir bei der Küche, da haben wir eh schon auch dieses Bücher abgeben, glaube ich, ja. Wenn man kommt. Die überhaupt her, die Aschen. Und jetzt mit dem Shifter, ob dein Shifter was da kommt, oder mit dem Megadon, die könnten machen, die lohnt sich immer. Ja, die lohnen sich, stimmt. Nein, die können sie aber gut eigentlich. Weil ich finde die Schiffe sogar cooler, wenn die kommen, die sind nämlich schneller kaputt. Ja, der Megadon, der braucht man. Kelch.
Tschüss. Blaue Jungfrau war da dran gestanden, blaue Jungfrau. Hier haben wir alles, oder? Jetzt alles abgeben. Dann fahren wir jetzt zu der letzten Insel und holen das Riesentier hier. Müssen wir da eigentlich hin? Mama See. Sag's dir mal, Franz. Südwesten. Also mehr nach, kennst du so Süden bis, aber also mehr bis auch nach Südwesten, so Mitte halt so ein bisschen, weißt du? Okay, das war so mittig. Nein, ihr habt die Fahne nie abgegeben. Nein! Was das ist, das war voll unnötig. Das war die was tracht eigentlich viel. Der hätte ja mit einer Fahrt, wenn ich auf Insel gefahren wäre und drei Schätze gefunden, er kriegt das mit dem. Ja. Schaut jetzt aus, unser Ansehen bei Athenas Fahrt. Der Mutter sieht uns auch an. 12, ein bisschen mehr als 12 haben wir jetzt. Und das auch mit dem Höschen an, wenn sie volle Fahrt hat. Sag, was sagt der so blöd, gell? Und du so nicht, halt mir dein Maul, ey. Ja, kämpfen wir mal. Ich bin die 12 sogar auch beim Ding jetzt, Athenas Ding halt. Ja, sehr, Athenas Warten. Ach, gut, ist cool, die, was man auf Level 60 kriegt, für Kanone, die schauen mal cool aus, so ein bisschen altertümlich. Alter, was ist denn jetzt, weißt du? Ah, wo schießt du gegen vor? Ich hab Anziehen angeschaut, der hab ihn nicht geschaut vorhin. Ja, was läuft so, Alter? Alter! Ich hab das Anziehen. Ich hab auch grad Ding gelesen. Ja, und ich hab grad das Anziehen und so mir angeschaut, da hab ich geschaut, wo wir hinfahren. So. Was lacht der nicht so blöd? Die ist eh schon voll demoliert, die Alicia. Die Alicia darf dann carry. Und mich hat sehr gewundert, wie du Führerschein bekommen hast, weil ich hab schon bei Formel 1 gesehen, wie ungeduldig bist. scheiß Spiel. Deswegen spiele ich ja FIFA auch nicht. Da kommt zwar so Insel, diese Port Mary, da muss ich weiter. Ich geh lieber um Rundi. Die um Rundi abwechseln. Mein Freund, wünscht dir was? Schnapszahl. Große Schnapszahl. 22:22. Geh mal weg, Alter. Wieso? Ich wünsche mir, dass bei FIFA dieses Jahr Frauenfußball mehr Karrieremodus rauskommt. Was würdest du sagen? Das ist so hässlich, sag. Ich wünsche mir, dass bei FIFA rauskommt Frauenfußball, dass ich mehr Jahre spielen kann. Das hast du mir geschickt jetzt, was ist das, Elvis? Hau mal ab. Das sind Karten. So, Mau-Mau-Karten. Da hat der Alex den Status geschickt, jetzt sag. Ich hab mir Bettina geschickt. Gendern sollte eigentlich als geistige Behinderung anerkannt werden. Also geschickt Status. Okay. Bettina hat auch was mir geschickt. Hat er recht, gell? Ja. Schau, was Bettina mir geschickt hat. Und die will mit mir morgen essen gehen. Sagt er gar nichts. So. Mit der Geo zum Essen schaue ich IV nicht an. Das weiß ich. Das weiß ich. Nee. Du kaufst dir wieder so ein IV, wenn das der Akku liegen müsste. Ich passe den jetzt auch nicht, der eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Schau mal, schick dir jetzt auf, da war ein Schätzchen.
Ja, da, wenn er da mit dem Fahrzeug da rumfährt, der Ennis. Mit dem Laufding da. Ja, schau, da hat er schon das gestoppt, schon wieder. Das hat er auch nochmal losgelassen, dann, weißt du? Ja, das würde ich sehen. Diese Wäscheding da, wo man doch hinhängt, immer. Alle Wäschestempel, oder? Das hat er beinahe weggerissen. Das hat er beinahe weggerissen sogar. Ja, das glaube ich schon, ey. Da war doch voll neugierig, das ist eigentlich voll uninteressant, geht das Ding, ein Wäscheklammer-Ding so halt. Ja. Wenn aber ihn so zuschaust, der war da voll so aufgeregt für das Teil. Kinderdrama, ey. Das ist aber gleich, das schaut auch aus wie Frederik, wo er klein war. Ja, ja, das stimmt, ja. Das ist schon die Insel da vor uns, ja, das ist schon. Das ist ja. So waren wir auch nicht gehört, da haben wir dann Jackie Chan gespielt später und die nächsten Jahre. Ja. Da hab ich dann gesagt, ich kenne so türkischen Kämpfer. Ja, die stimmt, ja, das war das, ja. Dabei hab ich dann nur angeschaut, weil das war der Synchron halt. Ja. Das ja. Ist ja, weil ich das Synchron nicht gewusst hab. Ja, stimmt, ja. Ja, da waren wir noch klein. Da waren wir die kleinen Pikmin, Alter, die kleinen Mittelsmännchen. Schmackofatzen waren wir da, die Schmackofatzen. Dieser Dame, cool, finde ich, das war doch verrückt, das mit Story, den könnt ihr selten öfter machen, so wie das Monkey Island da. Ja, 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 das stimmt, ja. Jetzt hast du kennt, da wäre ich sogar das, kennst du, wenn ich jetzt richtig gespielt hätte, das durfte der Gerübe kaum machen wollen, wenn ich ja, schon gespielt hätte. Ja, echt so, ja. Der hat ja noch gar nichts, der will ja gar nichts machen mehr. Außer sein Marvel Snap spielen. Geht das überhaupt noch? Ja, ja, das ist gestern auch gespielt, wo ich hier war. Das beste Spiel ist das. Weißt du, wo wir dann zu dritter gespielt haben, da hab ich doch gesagt, hey Kevin, aber das ist aber nicht besser, das ist voll ein Scheißspiel, das ist ein Scheißspiel, gell? Ja, das ist doch voll. Ich weiß gar nicht, warum er das so gern spielt. Ja, Mama macht sowas für Bock. Kann ich schon verstehen, dass er selber meine ich, weil er gut, ich mach nur Spaß, hat aber selber gesagt, das ist ein Scheißspiel. Ja. Wenn er sich halt auskennt mit Marvel, dann macht es Spaß, aber ich kenne mich mit Marvel auch nicht aus. Das ist so, wie wenn ich jetzt das mit Eishockey spielen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja. Die Elbow Smash, Kakulin, Karaleinen, Matakari, was ist das jetzt mein? Und Öbelske. Ja. Esposito und so. Wo ist jetzt noch ein Außenposten in der Nähe? Ach, ich glaube, gleich hinter uns da. Da fahre ich hier, da fahre ich noch, da fahre noch. Na, du Vorhiner, da bin ich wieder rein. Da fahr ich. Bin ich echt mal gespannt, die Hell auf morgen. Ja, da bin ich auch gespannt, ja. Schade, dass wir. Die Punkte seid ihr weg von Isolung grad. Ja. Das schade, dass wir dass wir am Donnerstag im Grünchen arbeiten müssen. Weil ich weiß nicht genau, was, ob wir da viel zu tun haben oder nicht. Müssen wir schauen, was ist. Gehen die gegen München da, oder? Ja, am Donnerstag, ja. Aber ihr habt ja auch schwere Begegnungen, also da. Jetzt gegen München, dann am 21. in Straubing. Ja, dafür werden wir eh wieder rein. Da haben wir 4-1. Okay, weißt du, wie beim Iserlohn, weißt du? Ja, das schaffen wir nicht, Alter. Da haben wir 4-1, 4-1 verloren und 5-1, Alter. Da haben wir 3 Spiele plus 3 Tore geschossen, ne. Und kassiert, wie haben wir kein Torwart im Nein, mein, so wie du vorhin gesagt hast, kann man eigentlich auch nicht, dass Stromi da gewinnt zum Beispiel, oder Ding, meine Isolun. Dieses Jahr haben wir dieses Jahr ganz schlecht aussehen. Isolun hat ja vielleicht schon mal die Schrauben besser ausschaut als wir. Die Saison, weißt du? Wieder mal gespannt beim letzten, da können wir ja vielleicht beim zweiten hinhauen. Ich bin ja auch bald dran gegen Berlin mal wieder. Letztes Mal noch. Ja, stimmt, ja. War es auch zuletzt, aber nicht mehr gegangen, gell, gegen Berlin? Nee. Die haben ja 7 oder 8 Mal gegen Berlin verloren. Hintereinander jetzt.
Siebenmal war es, glaube ich. Aber war halt knapper. In Straubing haben sie ja gnadenlos verloren immer. Hast du gemeint, dass ein ganz anderes Team auf Eis. Aber verloren haben sie trotzdem gegen Berlin. War zwar knapp, manchmal war auch deutlich mal. Ja. Die Mal doch dabei. Sonst war es, glaube ich, immer so knapp 2-1, 3-2, 4-3 oder so, glaube ich. Also immer so, keine Ahnung. Ja. Ja, wir brauchen nichts. Aber ich glaube, war es immer so, wenn da gar nichts geht, ja, auf einmal. Wir brauchen einfach nächstes Jahr auf andere Torhüter, wenn wir in der Liga bleiben. Danke. Du kannst den Keller ja nochmal verlängern, aber du brauchst einfach einen Nummer 1 Torhüter, der wirklich einfach gnadenlos durchsaved alles, Alter. So wie du warst letztes Jahr. Das ist ein scheiß Trainer, gell? Ich denke, der Trainer sagt das so, gell? Okay? So, ja, Emmerich, was sagst du? So, ja, es war schon gut, aber nächstes Jahr brauchen wir auf jeden Fall Torhüter, der sich da durchsaved. So wie der Wasilewski in der Challenge. Ich weiß nicht, kann ich nicht vergleichen, aber mit dem kriegt den nicht. Oh, warte, das Spiel auf die Straße stellt der. Leute, wo du sehen, das Auto. Ja, Leute, ich warte auf die Straße, der ist spastig. Das ist eigentlich mal kranker Wichser. Was haben wir denn gesehen? Die eine Frau, also gewartet, der eine alte Wichser, der fährt einem voll gegen ja, so ja, rein, so, wenn es voll seine ja. Fahrt wäre. Voll der Wichser, ja. Ich wollte schon so parken mit der Kevin da im Tunnel, weil ich was wisch jetzt. War das nicht so Opa gepackt, doch? Nein, das war ein Opa, der andere Fahrradfahrer packt hat. Das war nicht der Kevin. Der Kevin hat das den gepackt, oder? Nee, da war so ein anderer Opa, der einfach so andere Fahrradfahrer gegen die Wand gedrückt hat. Damals. Nee, irgendwas war. Nee, warte mal. Der hat doch mal so eine Packlobby, der Kevin, wo gegen gefahren da war. Weiß ich aber, das war aber nicht bei dem Tunnel da. Da war es nicht der Kevin, nee, nee, das war so ein anderer Opa, der doch einfach gegen die Leute und so belästigt hat in dem Tunnel. Schöner Song übrigens gerade. Das haben wir es geschafft, Alter. Ja, wo warst du das abgeben? Hier. Warum bist du jetzt da? Ich bin halt zum Außenposten gefahren. Warum sind wir nicht vorher da? Das ist ja näher dran gewesen, der hier. Ja, nee, da waren wir ein bisschen weiter weg, glaube ich. Von dem anderen, oder? Ja, aber wir müssen doch reden wegen dem anderen Tunnel, meine ich, weißt du? Ja, wegen dem anderen Tunnel doch gerade. Egal, aber Hauptsache haben wir es abgeben, Alter. Weißt du, wenn man jetzt die Insel schaut und da wo du jetzt kommst, ist es näher, weißt du? Ja, ja, das ist schon näher, ja. Aber ich hab die vorher nicht gesehen, den Außenposten. Der heißt ja auch nicht Außenposten, der heißt doch irgendwie Maverick oder so. Ja, Port Maverick, ja. So wie der Spieler, wo ich gespielt hab, GL. Ja. Also, Ding, was ich sagen wollte, ohne Fahne und habe ich jetzt fast das gleiche bekommen. Ja, ja, das ist auch Fahne. So. Deswegen, weil das machen wir nächstes Mal wieder ohne. Ja. Da gibt's die Punkte, heute gibt's, ich habe Punkte vergeben. Hast du morgen frei, Niki? Ja, morgen habe ich noch frei, ja. Montag muss ich wieder arbeiten. Ist aber blöd knapp, gell? Sonst hätte ich mit dir zusammen angeschaut, aber ich glaube, du weißt, ob es so knapp wird, weißt du? Ja, das wird auch wieder knapp, ey. Ich glaube, es geht schon, gell, von Zeit her, oder? Ja, ich glaube schon nochmal. Wann fangen die an morgen? Das Berlin ist nicht jetzt, warte. Das ist nicht um 16 Uhr, 16.30 Uhr ist Berlin. Ja. Bei euch ist 14 Uhr. Ja, stimmt, ja. Normal, so habe ich es jetzt immer gesehen. Normal geht es immer 2 Stunden Spiel. Ja. Und mit Verlängerung dann so 2 Stunden, 15 Minuten oder 20 Minuten halt. Ja, sowas. Ja, genau, ja. Also es geht schon eigentlich, weil es jetzt das Legenden reinkommen, Alter. Ja, stimmt allerdings, ey. Da geht es ja auch dann, zum Beispiel, wenn es um 14 10 losgeht oder so, was anderes. TJ Travellian, sein 500. Spiel für eine IV. Ja, aber wir können ja auch so reden, ist auch cool, weil ja, ich ja AIV hier so, ja. Das passt dann schon. Ich spiele dann, glaube ich, vielleicht nach dem AIV eh nochmal ein bisschen. Ja. Ich schaue schon da ein bisschen rein, danke. Ja. Ein bisschen schaue ich schon rein mit den anderen, weil der Gerhard und so kommt wahrscheinlich auch. Und so vielleicht gucke ich mit denen oder rein.
Aber vielleicht, wenn die dann langsam gehen, guck ich dann vielleicht auch, spiel die vielleicht auch ein bisschen so, weißt du? So ein bisschen, weißt du? Ja, klar, klar. Weil ich auch sogar ein bisschen leid dann. Ding mache ich vielleicht. Denn mein Buch muss ich heute mal noch ein bisschen bearbeiten. Das wollte ich. Ja, genau, machst du heute noch, oder? Ja, das wollte ich die Woche eigentlich mal schaffen, dass ich es einmal fertig durchgearbeitet habe. Und dass ich die nächste Woche nochmal neu anfangen kann. I need a very, very large drink. Nee, cool, Nick, hat Spaß gemacht, ey. Ja. Cool, die Piraten wieder. Ja, war voll cool, Alter. Hat Spaß gemacht, ja. Go wherever the wind carries you. Bis morgen, mein Freund. Bis morgen, bis morgen. Was haut er mich jetzt? Scheiße, vielleicht können wir nächstes Mal dann zu dritt wieder mal machen. Ja, ich hoffe auch mal, dass der mal wieder mitmacht. Der schafft ja bald gar nichts. Ich weiß nicht mal, was der für Level hat bei den Anziehen von Dingen. Das hat er mir ja damals auch nicht erzählt. Eins oder drei oder so, glaube ich. Weiß ja, gar ja, müsst fünf oder so. Müsste Winter das Genre haben, oder fünf. Ja. Das dauert echt lang, sicher bei uns schon. Ja, das dauert lange. Wir sind jetzt erst auf 12, 30 gibt's. Ah, das Steuerrad schaut auch gut aus. Ich sag's jetzt schon, das schaffst du nicht bei mir, Alter, wenn du oft spielst, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch nicht, ey. Auch wenn du jeden Tag das spielst, schaffst du das auch nicht. Was meinst du, schafft man 20 das Jahr so bis Jahresende oder nicht? Ja, ich weiß nicht, Alter. Könnte schon sein, aber da müsst. Ja, es könnte schon sein, weil ich weiß nicht, wenn mal Gold und Glory Wochenende ist, dann schafft schon viel eigentlich, wenn man es mal zweimal spielt. Aber wir haben ja auch nicht immer viel Zeit, weißt du? Das frisst ja auch immer fett viel Zeit. Ja. Jetzt haben wir wieder 200 Minuten gespielt, ey, schon. Was sag mal, du siehst mir, geht's. Bleib stehen, bleib stehen. Wir nehmen uns die Zeit, Alter. Ja, ja. Das kommt doch so nahe her und sagt das. Ey, schau mal zu, genau, warte. Genau, gut, da stehst. Ja, genau, 10 Punkte gibt's da. Pass auf. Du hörst mir, gell? Ja. Schaut er mir jetzt zu zerschmecken, das blöd an. Ja, die wollte ich gar nicht nehmen, warte, wo ist das jetzt? So. Hörst mich? Ja. Statt August da zum Urlaub zu gehen, dann können wir das aussetzen, Alter. Ja, mal ab, dann fahr ich lieber nach Schweden und schau mir blonde Mädels an. Okay, das war's. Den sehe ich das Spiel jetzt. Wenn ich mir mal die Girls haben will, vielleicht schon die auch mit. Na, aber ich weiß, wir können ja mal auch zweimal Athen, das haben wir noch nicht geschafft. Wir wollten zwar Nachmittag doch spielen. Ja, ja, das müssen wir auch mal machen, dann kann man es zweimal spielen, ja. Aber mit Pause halt, weißt du, wenn man gut spielt. Halt, wenn wieder Gold und Glory Wochenende ist, dann kannst du halt wirklich, da kriegst du halt dann auch viel Glory da dazu. Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen, weil da können wir vielleicht schon ein paar Pause-Tests machen und dann wieder, weißt du. Genau, ja. Das machen wir dann nicht. Ja, das machen wir. Und dann können wir auch mal, wenn wir abwechseln wollen, können wir auch mal Story spielen machen. Aber lieber, wie darf man lieber das erstmal fertig? Ja, das wollte ich auch. Das ist immer so gut drin im Team, so eigentlich. Das ist super. Ja. Okay, mein Freund, dann geh ich raus. Ja, okay, ja, genau. Mach's gut, gell, dann sehen wir uns. Hau die rein, Alter. Ja, bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Bussi. Ich muss. Okay. Mein noch Feuerwerk am Schluss.